Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so... Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Audio-Soundeffekte für Arme. Oh, das ist doppeldeutig. Für Arme. Für Schwenkarme. Ja, super witzig. So, bitte. Gestern habe ich ein Video gemacht und ich zeige euch mal gleich, was ihr die ganze Zeit gesehen hättet. Pass mal auf. Krieg ich das hin? Genau, das. So. Und ich dachte doch, ich bin schlau, ja, komm, bliblablub, ja, komm, hör da auf. Also, das ist, ja, das veröffentliche ich nicht. Ja, da habt ihr ein bisschen was verpasst, macht nichts, aber das ist halt, es war die Hälfte der Zeit im Bild. Das geht nicht, ja. Ich muss schauen, wie ich das irgendwie hinbekomme. Das ist, ich brauche eine Bilderkennung, die mir sagt, nach 2 Minuten, maybe, hier sehen wir keinen Shakes and Fidget. Also, es ist schrecklich. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Emotional. Genau. Hier habe ich mal einen Screenshot gemacht von meinem letzten Aufbau und was halt echt mega war. Ich habe dann irgendwann nach knapp 10 Stunden habe ich die Monster bei 19,675 Dezillionen Runenstand auf dem Breakpoint 2500 gebracht. Das ist schon mega. Ja. Und das schaffe ich jetzt nicht im... Genau, ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt einfach alles mit euch. Ja, erstmal schön Seelen abholen hier. 424.000. Gucken wir gleich mal rüber. Ja, Seelenthema. Oh, ja, der ist auch bald fertig. Dann können wir halt... Da schauen wir nochmal rein. Dann können wir gleich... Hier 135. Wir dürfen noch ein bisschen... unseren Pocotto angreifen. Pocotto. Ja. Ja, nicht in die Gilde einladen, sondern einfach wegballern. Genau das Gegenteil, ja. Schön die Seelen rausziehen aus dem armen Kerl. Ja. Das ist der Grund, warum ich, wenn ich aufhören würde, niemals nackt in der Ehrenhalle wäre. Weil ich nicht will, dass die ganzen Leute sich an meiner Seele bedienen. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Ich finde es... Es entspricht nicht ganz meiner Einstellung, ich will es mal so sagen. Diese Unterwelt, dieses Thema. Genau, das war es eigentlich schon, also habt ihr gesehen, viel hat es nicht gebracht. Aber natürlich steigt und steigt das Ding gerade. Wir schauen mal kurz, wie die Unterwelt ausschaut. Ja gut, Spacer kommt bestimmt wieder auf 145. Aber man sieht schon, also da ist bei ein paar Leuten was schiefgegangen, ja. Also, immer dranbleiben, ja, alles gut machen und apropos immer dranbleiben. Ich habe euch einen schönen Raid zu zeigen. Pass mal auf, was der Opa heute gemacht hat. Oh, ich glaube, das ist weg. Ist weg, aber den Screenshot habe ich gerettet. Da muss ich nochmal schnell hier Discord aufrufen. Genau, das ist nämlich in Browser öffnen. Pass auf, das ist dann ja der andere Browser. Was zeigt er mir dann hier? Ich weiß noch nicht. Ich bin ja gerade auf Opera unterwegs. Hier. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann geben wir mal das hier ein. Genau, genau. Der. Also abgesehen davon, dass das schon der Endboss ist und. Ja. Das ist leider wieder. Aber Fehler im System, ja. Ich war halt Rang 1 und habe dann irgendwann Waffe rausgetan und noch ein paar andere Sachen und das hat dem Raid gefallen, denn ich konnte ihn dadurch nicht wirklich gut
Ui, der ist ja richtig hier reingerutscht. So, dann, ja, wie gesagt, hier, wart mal aufs Christkind, hätte ich beinahe gesagt, nämlich bis wir hier die 7,72 Millionen haben und dann wieder ein bisschen mehr rausziehen können, ja. Weil dann haben wir 14, ich glaube, ja, 13 haben eben schon zwei, also Spacer ist wirklich gut unterwegs, der macht nahezu alles richtig, der spielt richtig schlau und macht aber bestimmt das hier besser. Ihr wisst ja, das ist so ein bisschen hier meine Achillesferse auf dem Server. Noob-Alarm, kann ich nur sagen, bei den Pets. Aber so langsam ist egal. So langsam ist egal. Ja. Ich habe auch gecheckt, eigentlich ist es super wichtig, diese Taktik mit den Habitaten aufzuheben, dann anzuwenden, wenn der Server so startet, dass danach eben relativ schnell ein Pet-Event kommt. Ansonsten macht es gar nicht so einen krassen Sinn. Ne? Das habe ich quasi ein bisschen unterschätzt. Ja, mein Wasser ist so schlecht. Mein Wasser ist schlecht. Mein Wasser. Schauen wir mal kurz hier hin. Oh, das ist... Mein Schatten ist auch schlecht, aber Schatten schlägt genau Wasser. Licht hätten wir noch. Licht. Weil ja, irgendwann werde ich ja mal verlieren, weil dann zieht es mich wieder nach oben, aber gerade Wasser kann ich schon wirklich brauchen. Ja. Komm, hauen wir mal rein. Ja, hat gepasst. 114. Da werde ich noch ein bisschen rumgespült. Ja, mein Feuer ist schon stark, also probiere ich es einfach mal. Ja, verliert trotzdem. Jetzt werde ich runtergezogen. Das war ein bisschen das, worauf ich spekuliert habe. Dann. Oh Mann. Der hat doch 100%, ich mache doch das gleiche wie ich, hat nur. Es ist egal. Ich weiß nicht, ob noch ein schlechterer Spieler kommt. Oh, gut gelaufen. Und den kann ich da wieder nicht schlagen. Ja, ein bisschen verspekuliert, aber immerhin habe ich wieder 4 Früchte am Start. Ja. Ich weiß nicht, was heute angesagt ist. Na gut, das war halt knapp daneben, ist auch vorbei. 55, ja gut. Also jetzt gerade offen ist jetzt nichts, glaube ich, was jetzt Sommertage, Herbst, blablabla. Also eigentlich bin ich mehr oder weniger fast fertig. So. Ja, ich habe noch einen Donnerstag-Pet hier, aber das klären wir halt dann unter der Woche logischerweise. Und Ostern kommt ja erst, das ist dann alles so, in der Reihe ist alles frei. Wir haben noch Sonntag nachts hätten wir noch gehabt hier, ja. Aber ja, das war dann auch wurscht, ehrlich gesagt. Ja. Und der war eh zu schwach für Unterbiss. Unterbiss. Genau. Schatten und Wasser ist ein bisschen schlecht bei mir. Aber ja, das wisst ihr ja eh schon. So, das heißt, ich habe gar nichts zu tun. Das heißt, ich schmeiße einfach mal die lange Stadtwache rein. Es ist 10.30 Uhr. Ja, ich habe nämlich eigentlich gar keine Lust, hier großartig was zu tun. Dreimal Gegenstand in den Hexenkessel schmeißen. Was haben wir denn heute? Was sagt denn die gute Dame? Auch das können wir mal abchecken. Wir haben Brust de Panzer. Wir haben da zumindest 2 oben rumliegen, die gar nicht so schlecht zu verkaufen sind. Die habe ich ja extra mehr aufgehoben, ja. Der hier. Und der hier. Also so. Jetzt mit der Zeit ist es gar nicht mehr so viel Gold, ja. Das wäre nicht schlecht gewesen. Das habe ich hier unten, habe ich aber auch noch sowas. Ne, der ist nicht teuer genug. Der ist einigermaßen teuer. Das ist auch noch teuer. Gut, der ist auch nicht so günstig. Da können wir uns auch eigentlich das Gold holen. Der ist auch noch teuer.
Ja, genau, der ist den auf jeden Fall. Bei den nicht, aber den auch noch. Genau, das hat sich doch einigermaßen gelohnt. Ja. Dann können wir mal hier irgendwas in die Toilette schmeißen. Nehmen wir mal, komm. Der ist ja eh nicht aufgewertet. Machen wir mal schöne Steingewinnung hier. Ne, Steingewinnung will ich nicht, sondern ich will Gegenstand zerlegen. Ja, genau. Kann man machen. Dann habe ich hier was ich gut zerlegen kann und hier nicht. Das ist auch eher was Teureres. Schauen wir mal. Das ist auch nichts zum Zerlegen. Das ist eigentlich auch nichts zum Zerlegen. Eigentlich sind das keine guten Sachen zum Zerlegen. Wenn ich mich jetzt gerade mal um das Zerlegen-Thema kümmern sollte. Und übrigens, also diese Tabelle, die stimmt meiner Meinung nach einfach nicht, wenn es um plus 4 XP geht. Das sollte ja schon eigentlich... Ich schaue Tabelle und denke schon wieder, ich habe wahrscheinlich schon die ganze Zeit die Tabelle drin. Aber nein, habe ich nicht. Bitte, Runenbonus. Und zwar... Na gut, das kann ich euch ja zeigen, weil das ist dann... Ich habe alles ein bisschen mehr auf... Oh, das unten muss ich mal wegpacken. Alles ein bisschen mehr auf das andere Thema hier ausgelegt. Nicht auf Opera. Ich muss mal ein bisschen gucken, ob ich das so beibehalte. Passt mal auf. Weil da habe ich echt schon ein bisschen geblättert. Das ist jetzt nichts super Wichtiges, aber Anfang Dezillionen soll es angeblich den XP-Bonus geben. 4%. Und Leute, ich habe echt viel geblättert. Also jetzt nicht brutal viel, aber schon interessiert, sage ich jetzt mal. Und da war halt nichts. Ja? Es kam die ganze Zeit nur 3%. Also ich habe bestimmt 10 mal 3% gesehen. Ich glaube da nicht dran, dass das stimmt. Ja? Never ever stimmt das. Sei euch. Das haben die irgendwie rausgepatcht. Was kommt denn jetzt für ein Quatsch? Und immer, also die Rüstwerte sind nahezu halbiert die ganze Zeit. Ja? Das finde ich echt total bekloppt. Das ist aber tatsächlich so eine kleine Schwachstelle, was das angeht, weil ich bin ja oft schon über 400 hier. Den habe ich zum Beispiel bekommen. Auch in der Quest. Hättet ihr alles gesehen, hätte ich das Video veröffentlichen können. Ja genau, der ist schlecht, hat aber einen guten Rüstwert. Das kann ich mir überlegen, ja. Ob ich das mache. Leisten kann ich es mir. Also diese XP-Sachen brauche ich gar nicht. Witzigerweise habe ich irgendwo dann wieder so einen Mega-Fehler gemacht. Ich hoffe nicht, dass der zu lange war. Ich habe hier reingeschaut, auf einmal war da kein Gold mehr drauf. Ja? Ich weiß nicht, wann ich den Quatsch wieder gemacht habe. Das ist fürchterlich mit mir. Echt fürchterlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Ja. Also den Raid habe ich euch ja gezeigt. Das Raid-Bildchen, oder? Habe ich euch das gezeigt? Ich meine schon. Na, jedenfalls war ich mit der Faust unterwegs. Ja, ich habe verpennt. Ich habe einfach um 18 Uhr gesagt, oh, ist eine gute Idee, mich nochmal eine Stunde hinzulegen. Wecker habe ich notfalls mitgenommen, aber nicht für den Raid, sondern für das Traden. Ja? Und dann komme ich zurück, lese ich schon die ganze Zeit Paniknachrichten vom Grafen. Marfe, was machst du? Ja, habe ich halt verpennt. Ja. Und dann war ich mit der Faust gegen den Raid unterwegs, den wir jetzt eigentlich knapp wohl schlagen könnten. Ja. Aber gut, dann machen wir halt morgen. Ja. Hab mich auch natürlich entschuldigt, logischerweise. Ja. Gab eine Rundmail unseres Leaders und der hat geschrieben, I'm pissed. Da habe ich halt dann irgendwie natürlich, erstmal habe ich mich natürlich entschuldigt, ja. Und dann habe ich geschrieben, ja gut, wenn er angepisst ist, dann sollte er mal seine Badezimmertechnik überdenken. Das fand ich witzig. Ja. Also, zum Gildentreffen kommt er hoffentlich nicht mit nasser Hose. Gibt kein Gildentreffen, keine Angst da. Ja. So einer bin ich nicht. Ich habe mich immer wieder mal mit Leuten getroffen aus dem Spiel, das stimmt schon. Aber das waren dann auch wirklich, die sind mir eigentlich fast alle geblieben, ne? als Freunde. Vor allen voran natürlich Well Knights da. Hilton war auch mal hier. Und ja, Alex eben auch aus Chile. Da geht schon was. Ja. Genau, also 4 auf Guard werde ich bestimmt auch mal treffen. Auch ein wirklich cooler Typ.
Ja. Da wird es EU2 was geben, da habe ich auch viel drüber geredet. Ja. Die schlimmste Katastrophe ist ja das, dass mir meine Körperintelligenz sagt, du willst Magier spielen auf EU2. Und dabei ist das der Server, wo ich nicht wirklich so teuer spielen werde oder kann. Ja. Wo ich dann sage, ja, was soll denn das? Ja, dann heißt es, nee, das Geld kriegst du schon dafür. Ich bin gespannt. Aber das Geld habe ich ja auch überraschenderweise für diesen Server wirklich sehr deutlich bekommen. Und ja, ich weiß es nicht, ja, wie das zustande kommen kann. Ja. Wir werden sehen. Ja, genau so. Hier sind wir durch. Und wichtig ist, ja gut, das mache ich jetzt einfach mal, weil es einfach echt super nervig war, dass der noch so viel Leben hatte. Der Magier, ja. Da ist er dann weg. Sehr gut, weil das braucht ihr nochmal das Prozentchen. Dann, ja, Gilde hier kann man natürlich auch gleich machen. Und 10%. Na komm, ich mach. Hau mal drauf hier. Ja! Das ist geil. Das ist geil. Genau, also. Das dachte ich jetzt natürlich nicht. Ich dachte, dann kommt noch jemand anders dran. Also, dass ich da 10% weghaue, das war jetzt lucky. Und ihr habt da gesehen, ich habe nur noch so wenig Leben gehabt, also es war auch nicht verschwendet. Und dadurch habe ich halt noch mal ein bisschen mehr Spaß hier jetzt gerade. Weil natürlich der Portalbonus erhöht ist. Aber dafür steht nicht da, wie viel ich draufgehauen habe. Das steht da wieder nicht drauf. Aber ist natürlich super für den Raid auch, der um 8.49 Uhr stattfindet. Na, mal schauen. Sind wir wieder hier ein bisschen stärker geworden. Sieht man ja sofort hier dann. Nein, im Angriff natürlich, Entschuldigung. 14% Portalbonus, gut, ja. Ist jetzt kein Top-Wert einer mega, mega, mega Top-Gilde. Aber einer Top-Gilde auf EU2 schon, ja, weil wir sind ja in der Top-Gilde. Genau, und dann einfach diese zwei Raids wegballern und dann heißt es schon wieder Reise nach Essentials. Ja. Was ich immer noch komisch finde, ich finde immer noch den Grafen hier ab und zu ganz merkwürdig. Und ab und zu ist es so, das ist auch eine ganz komische Geschichte, dass dann meine gespeicherten Angriffe auf einmal nicht mehr wirken. Ja. Was natürlich nervig ist, weil du dann nicht wirklich einen Angriff mehr hast. Aber tatsächlich ab und zu funktioniert. Ja? Und wir haben jetzt schon wieder, ich glaube, 26 Angriffe. Kann auch sein, dass wir schon 27. Ich weiß es gar nicht, ja. Warte mal. Weiß es gar nicht, ja. Weil ich habe nicht alle gespeichert. Er hat, glaube ich, müsste jetzt auch rein theoretisch noch welche gespeichert haben. Aber können wir jetzt kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27. Nee, ich habe alle. 27. Ja, wenn ich einen Kampf finde, habe ich den sowieso dann nachher abgespeichert. Weil er schickte mir zurück und dann kann ich nicht mehr schicken, weil ich keinen Soldaten mehr habe. Ja? Also, weil wir ja immer wirklich pari sind mit den Soldaten. Und jetzt habe ich 27 wieder. Wir waren ja schon in der Spitze, waren wir, glaube ich, mal bei 34, 35. Dann hatten wir ganz lange Zeit 33 und auf einmal hatten wir nur noch knapp über 20. Da ist irgendwie über Nacht was passiert. Was auch immer, ja, also wer auch immer da schuld ist, ist auch völlig egal. Wir hatten ja noch genug Soldaten, nur ich finde es schon nice, dass wir uns auch so kostenlos natürlich, darum geht es ja, ja, dass das nichts kostet, weil es ist einfach ätzend, wenn du in die Ehrenhalle musst und musst dein Gold wegklickern und es ist ja richtig teuer, ja, mit den 222.920. Also das ist schon mega. Das verhält sich immer so ein bisschen hier, für die Leute, die es wissen wollen, im 1,5-fachen Bereich des Drachen. Ja, alles ist so ein bisschen, kann man so ein bisschen auf den Drachen beziehen, mit Gold, was kostet, das ist ganz interessant. Und klar, rein theoretisch würde man halt, wenn man da suchen muss, einfach mal kurz Drachen, Vollpower und dann sucht man hier. Aber es ist halt eine Pilzverschwendung vom anderen Stern, weil es ist ja kein Gold, was ich bekomme. Ja? 25 Pilze für 356.000, das ist halt nix. Ja? Was sage ich hier? Hey, Alter, ich habe noch nie auf diese Tür geklickt.
Ich liebe das bei mir echt wirklich. Ich bin bei manchen Sachen so wenig aufmerksam, weil es mir total egal ist. Ja? Deswegen bin ich auch keiner, der seine Charts schick macht. Ja? Dieses Kuddelmuddel da finde ich einfach mega und ich bin auch niemand, der mit Goldrahmen spielt. Da. Also alle Spiele, die darauf beruhen, dass man sich was kauft, damit das hübscher ausschaut nach außen hin, die werden alle pleite bei mir, weil ich das alles nicht machen muss. Ich habe aber, muss ich ehrlicherweise sagen, einmal damit experimentiert, ja, den Char hübsch zu machen. Also zum Beispiel jetzt Dämonen würden jetzt ja naheliegend sein. Ja. Das habe ich einmal gemacht. Genau. Ach komm, ich kaufe es mir einfach mal. Was? Was geht ab? Ja. Und schon wieder so ein beschissener Rüstwert. Ich hasse das echt, ey. Aber den muss ich ja schon nehmen wegen dem Gold. Das ist ja krass. Weil es so günstig war, das Ding. Ja. Was will denn das Ding von mir? 2,8. Ich mag's nicht. Ich glaube, ich muss es jetzt einfach mal ignorieren. Ich pack die einfach mal rein und ignoriere das mal. Weil bekommst du schöne Sachen geschenkt und dann nimmst du nicht her. Ist doch einfach doof, oder? Weil 421 finde ich schon. Also, da muss eine alte Frau lang für stricken, bis man hier, sag ich mal, sind ja fast 40 für die Main-Attribute, ja, also für, wenn man das jetzt zusammenrechnet. Und das habe ich ja hier auch nochmal sogar mehr als, also das ist schon viel Zeug, ja. Aber hier habe ich ja auch 422, abgesehen davon, ja. Es ist eigentlich sogar noch besser, das Ding. Es wäre wieder so typisch, gell? Dass ich das nehme und dann sehe, oh, ich habe hier noch was Besseres. Aber, ja. Wie gesagt, der Rüstwert ist so, einen hätte ich mir jetzt leisten können, aber zwei, ich muss da echt nochmal in mich gehen. Ja. Der auch, ist das gleiche Thema. Ja. Also, ja. Aber gut, der ist jetzt schon nochmal einiges besser. Ja, die gehen mit 3000, gehen sie gerade so, ja. Es gibt ja auch, also 2,4 zum Beispiel, das finde ich recht armselig. Ja, 4,4, das ist sowas, ist gut. Ja? Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch was ich benutzen könnte, weil es mich verbessern würde. Aber schon wieder, Rüstwert, ja, nicht ganz halbiert. Also, das ist nicht das, was ich will. Nicht wirklich, ja. Also auch wenn der Rüstwert, wobei ich das eh nicht ganz verstehe, das muss ich ganz klar sagen, ja. Der Berserker verliert aufgrund seiner Wutausbrüche 50% seiner Rüstung, ja. Also, er ist dann halt mit 12,5 unterwegs. Ja. Also, ja. Und dennoch berechnet sich das dann auch wieder auf den Gegner. Also, ich bin schon eine Glaskanone so ein bisschen. Ja. Und deswegen brauche ich da einfach mehr Rüstwert. Ja. Ja. Man weiß natürlich auch nicht, ob es so ist, dass es nicht 12,5 sind, sondern dass es 25% bleiben und sich nur der Überrüstwert sozusagen reduziert. Ja? Also das heißt, renne ich dann mit 12,5% rum oder renne ich dann mit, sage ich, ich lasse jetzt mal das Komma weg, da mit 11.000 Rüstung rum. Ja? Und wie viel ist es dann hier? Das wäre ein Unterschied. Ja? Dann, das würde ja bedeuten, ich müsste auf extrem viel Rüstung setzen, ja? Damit ich dann in meinen Wutausbrüchen auch ordentlich was aushalte. Und so eine, ja. Und das Witzige ist, wenn du jemanden fragst, der sagt, ich weiß alles über das Spiel, ja, habe ich schon oft erlebt, ja, dann sagt dir das auch falsch. Das ist so geil. Ich habe schon jemanden gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Druiden damals, als er noch diese zwei Masken hatte und nichts mit Sturzflug und so, sondern als er nur Krieger oder Kundi war. Ist denn der wirklich, wenn du ihn umrüstest, also mit der Maske, Bärenmaske zum Beispiel, ist er dann genauso stark wie ein Krieger? Ja. Und dann, wenn du den Kundi spielst, ist er dann genauso stark wie ein Kundi. Also exakt. Ja. Und dann heißt es ein Jahr später, ja, der ist halt nicht so stark. Ja. Das ist praktisch, was sagen sie immer? Schmutz. Der ist Schmutz, weil er eben nicht so stark ist wie ein Krieger und auch nicht so stark wie ein Kundi. Das heißt, du spielst eigentlich insgesamt immer eine schwächere Klasse. Egal, für was du dich entscheidest, ja, weil du kannst ja nur eins machen. Schön, dass du in den Dungeons ein bisschen flexibel bist. Natürlich ist es schön, für einen Krieger mal ein Kundi zu sein. Kommst du besser gegen die Stärke-Gegner klar. Aber was bringt dir denn das insgesamt? Weil alles machst du ja dafür, dass du dann am Ende in der Ehrenhalle oder
auch für die Gilde starken Char stellst. Aber der ist ja nie stark, egal was du wählst. Ja? Und gut, sie haben sie verbessert, jetzt werden sie wieder irgendwo anders hin verändern und er soll automatisch umschalten, damit die Leute nicht so verwirrt sind, ja? Damit das Spiel wieder einfacher ist. Verstehe ich auch irgendwie so ein bisschen, aber ja. Und deswegen stelle ich mir so Fragen. Ja? Gibt schon so ein paar Spieler, die, sage ich mal, viel tiefer in der Materie sind als viele. Das ist zum Beispiel so Acclamator, ja, der interessiert sich dafür. Die haben auch zu tun mit den SF-Tools, Jungs, aber das war auch zum Beispiel sowas. Acclamator hat ja das mal wirklich ausgerechnet, ja, mit den Arena-Manager, genau, abgesehen davon, ich bin ja im Arena-Manager-Action gerade. Das darf ich nicht vergessen. Schauen wir mal. Wow. Da kriege ich den Breakpoint auch schon. Jetzt gehen wir mal hier. Genau, das ist so ein bisschen der Abstand. Da können wir auch mal schauen. Gut. 2950 wäre es jetzt eigentlich. Ja, das sind immer diese 600. Ja. Der bringt jetzt eh nicht mehr viel, aber natürlich arbeite ich darauf hin, dass in 50 Minuten da relativ viel Zeug reinkommt. Wie gesagt, den Breakpoint werde ich nicht schaffen. Das ist illusorisch. Ich habe vorhin fast 10 Stunden gebraucht. Ich habe dann gefragt, ob ich den Arena-Manager wirklich 10 Stunden vor dem Händler aufbauen soll, damit ich den Breakpoint wieder bekomme für den Skip. Sollte ich nicht machen. Und warum nicht? Weil ich hätte dann den sehr, also ich habe ihn gerade bekommen, dann hätte ich ihn opfern müssen. Und der bringt gerade mehr, also, nein, jetzt natürlich nicht, aber wenn er 2,5 hat, bringt er mehr rein als die Toilette. Und natürlich habe ich dadurch mehr Runen generiert. Und als ich geopfert habe, ohne das, wäre ich wahrscheinlich nicht so hoch jetzt gestanden, wie ich jetzt stehe. Also ich hätte dann nicht die 24.005 Dezillionen oder 24,005 Dezillionen, so wird es ja sein, ja? 24,005 Dezillionen gehabt, sondern ich hätte weniger gehabt. Und dadurch wäre der Skip wieder schlechter gewesen. Das hätte der wahrscheinlich nicht kompensieren können. Frag mich nicht, meine Körperintelligenz weiß sowas oft, ja. Ist halt angebunden an ein höheres Wissen übers Herz und deswegen solltet ihr auch nie eine Entscheidung treffen mit dem Verstand. Never ever, ja. So Plus-Minus-Listen führen. Hört auf euer Gefühl, aber eure Gefühle sind oft auch manipuliert, ja. Manchmal fühlt man sich schlecht, wenn man Angst hat vor Neuem oder so, sondern versucht einfach zu lernen, wie sich Intuition und Inspiration anfühlt, ja. Das sind diese Geschichten, zum Beispiel, ihr seid ein Wissenschaftler und ihr arbeitet ganz hart an einer Lösung, an einem Problem und dann, ihr kommt nicht weiter, ja? Dann legt ihr euch schlafen, nach langen Nächten schlaft ihr mal wieder gut aus, ja? Wacht am nächsten Morgen auf und dann habt ihr die Inspiration. Das kommt nicht durchs Denken, die besten Ideen, die die Welt erreicht haben, ja, und die nicht in irgendwelchen Schubladen irgendwelcher großen Firmen verschwunden sind. Die besten Ideen kamen immer so. Das waren Eingebungen. Das war nicht, oh, ich habe hart gearbeitet und nachgedacht. Natürlich hat man sich mit Technik beschäftigt. Wenn man eine technische Erfindung macht, dann ist es eher ungewöhnlich, dass sich meinem Schuster auf einmal einfällt, wie man ein neues Teleskop bauen könnte. Das ist schon klar, aber dennoch, also das ist eigentlich so funktioniert. Ja? Also wenn ihr, und wenn ihr für euch und euer Leben eine Lösung braucht, eines Problems, dann würde ich erstmal grundsätzlich darum bitten, ja, dass die geistige Welt euch hilft, ja? Und dass die Lösung zu eurem höchsten Wohl und zum höchsten Wohle aller sein möge. Und dann einfach loslassen, abwarten. Das Loslassen bedeutet einfach, dass ihr nicht da sitzt und wann kommt die Lösung? Sondern dass ihr einfach wirklich ganz entspannt sagt, gut, ja, ich schlafe mal drüber. Dieses drüber schlafen ist ja genau das. Ja? Ich schlafe mal drüber und dann habt ihr einfach ein anderes Gefühl zu dem Ding oder ja, hat auf euch einwirken können. Und der Verstand kann das nicht. Der ist dazu zu doof, ja? Weil der nicht an dieses Herzwissen angebunden ist. Und das Herzwissen ist eigentlich das große Wissen aus allem, was es gibt, ja, also das ist ein Gotteswissen, wenn ihr so wollt, ja. Genau, also das nochmal so nebenbei. Und deswegen vertraue ich bei solchen Sachen auch meiner Körperintelligenz und meiner Intuition, ja. Und da hab ich es einfach nicht gewusst. Ich sage, okay, keine Ahnung, ja. Man könnte es sich ausrechnen wahrscheinlich, aber
Das hätte mir wahrscheinlich zu lange gedauert. Ja? Man darf ja nicht vergessen, dann sind ja die ganze Zeit diese Gebäude nicht mit dabei. Ja? Also, es ist eh schon so, dass ich so ein bisschen, aber das mache ich aus einem anderen Grund, ich baue relativ früh auf. Das heißt, so 2 Stunden vor dem Händler fange ich an aufzubauen. Opfer dann aber oftmals, da ist der Händler erst gerade 1 Stunde da. Also rein theoretisch wäre es besser, ich würde knapper aufbauen. Ja? Hätte ich noch mal ein bisschen mehr Rune für den Skip und blablabla. Aber was dann passiert, ihr verpasst den Händler. Ja? Denn der ist dann irgendwann weg. Also ich habe lieber, sage ich mal, gut Zeit. Das heißt, ich habe schon gut gearbeitet und dann kommt der Händler und alles ist schon fast bereit zum Skippen. Das ist mir 10-mal lieber. Und ich warte dann nochmal auf 1, 2 Durchläufe bei der Toilette. Ja, das ist dann eh schon ein bisschen knapp in einer halben Stunde nur. Mir reicht dann oft ein Durchlauf von der Toilette und dann skippe ich. Dadurch verpasse ich nichts. Ja. Wenn man so knapp arbeitet, ist es vielleicht ein bisschen effektiver, ein bisschen lohnender sozusagen. Aber dann verpasst man den Händler ständig, ja, immer wieder. Ja. Da könnt ihr auch den Wecker stellen. Ja. Ich hatte heute auch zum Beispiel so eine Situation, Termin mit dem Grafen. Ja. Ich hatte ein wichtiges Telefonat mit jemandem, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und mitten in dem Telefonat, weil es ewig gedauert hat, klingelt der Wecker. Ja. Und ich habe erstmal gar nicht gewusst, worum es geht und denke mir, ah klar, Graf, mach den Wecker aus, ja. Denk mir, gut, Gespräche wird sowieso jetzt dann gleich beendet sein, war es aber nicht, ja. Und dann 5 Minuten später stehe ich vor meinem Discord-Platz und sehe, oh, der hat mir geschrieben, ja klar, war ja der Wecker deswegen, ja. Also war halt dann einfach aus dem Bewusstsein kurz draußen, weil ich halt ein wichtiges Gespräch geführt habe, ja. Kann ja mal passieren, ja. Und war ja aber dann kein Problem. Er hat erstmal gedacht, ich hätte mal wieder verschlafen, weil ich einmal verschlafen habe. War aber nicht der Fall, ja. Sondern einfach Wecker gehört, ganz was anderes gemacht und gar nicht mehr gewusst, warum es eigentlich überhaupt der Wecker klingelt. Und den habe ich dann auch irgendwo hingestellt in der Wohnung, wo ich ihn erstmal suchen musste. Ja. So, weil ich ganz gerne, wenn ich telefoniere, laufe ich hier so ein bisschen auf und ab. Ja. Also dann laufe ich so durch die Wohnung. Ich mag das total gerne. Dann bin ich gerne in Bewegung. Ja. Genau, also das läuft super, aber wie gesagt, der geht nicht. Man ahnt es schon, ja, wenn ihr anschaut, ja. Und 2450 ist nicht annähernd, was ich brauche. Ja? Das ist nur so ein Anhaltspunkt. Das ist danach richtig teuer. Also ja, da brauche ich ja schon so viele Toilettendurchläufe, also schon 4, um das überhaupt einigermaßen hinzubekommen. Und dann fehlt aber noch richtig viel. Ja? Die letzten 50 tun richtig weh, deswegen den kriege ich nicht hin. Ja? Aber gut, die Entscheidung ist ja getroffen. Jetzt schauen wir mal, vielleicht bekomme ich ja sogar nochmal die Snacks. Die Snacks sind mit 2,5. Sind die eben auf dem Niveau der Toilette. Deswegen kann ich nur jedem raten, ab Dezillionen, wenn ihr diese Skip-Technik, wie ich, verwendet, dann die Snacks aufzubauen. Ja. Da verpasst ihr halt natürlich auch mal einen Skip. Ist halt so, ja. Ich hatte gefragt auch meine Körperintelligenz, ob ich früher den schon aufbauen sollte. Sollte ich nicht, ja. Da hat er noch nicht viel gebracht. Und jetzt ist praktisch die Zeit. Und jetzt habe ich auch den Speed-Boost bekommen, was echt gut geholfen hat, ja. Das ist richtig gut. Und genau. Schauen wir mal, ob ein Skip kommt. Also ich nehme die Snacks auch so. Also auch wenn 7-Tage-Ding kommt, ich würde die Snacks nehmen. Weil jetzt bin ich eh kurz davor, dass ich aufbaue. Ich habe mich entschieden, wenn meine Toilette den 2,5er hat, den Breakpoint, wenn sie das sicher bekommt, ja, durch Aufbau, dann spiele ich offen. Offen heißt, dann muss ich mir keinen Kopf mehr machen um den Händler und aufbauen, sondern das heißt, ich lasse einfach den Arena-Manager laufen und stell mir halt den Wecker auf den Händler, der ist dann da und dann schaue ich, welche Boosts ich bekomme, ja. Man könnte noch, um noch ein bisschen krasser zu spielen, könnte man jetzt ein Gebäude nach dem anderen von hinten aufbauen, weil auch der VIP-Sitzplatz natürlich viel besser ist als der Popcorn-Stand, aber das ist dann wirklich so ein bisschen genau. Dann sage ich lieber, gut, ich möchte jetzt einfach dann auf Platin gehen und dann spiele ich offen. Man hat ja oft Auswahl, dann nimmt man halt immer das tendenziell bessere Gebäude. Ja. Kann natürlich auch passieren, dass wir gleich einen Popcorn-Stand, vielleicht sogar 2-mal angeboten bekommt und einen 24-Stunden-Skip. Also so kacke baut das Game schon und das bringt mir da halt nicht viel. Aber das ist dann egal. Ja. Da geht es dann darum, dem Spiel die Möglichkeit zu geben, viele Boosts rauszuschmeißen, dass ich da endlich vorankomme. Genau. Das brauchen wir nicht. Was haben wir noch hier? Ah, das steht da nicht gut. Das ist gut. Genau. Dann schauen wir nochmal, was wir haben.
Also Raddrehen müssen wir ja auch, zerlegen darf ich noch ein bisschen, da werde ich immer geschimpft. Das ist auch Quatsch. Arena Manager ist auch Quatsch. Das mache ich dann nachher, da spare ich mir auch gerne die Pilze, ehrlich gesagt, das mache ich über die Zeit. Nicht Arena Manager, sondern Arena Klopper, genau, und den dann und ja, und das mache ich eben tagsüber, da habe ich jetzt keine Lust zu, weil natürlich könnten wir den Raid schaffen, ja. Oh, nochmal ein schwarzer Stein, sehr schön, ja. Ich habe überhaupt keine bekommen, schon länger Zeit nicht, ja. Also bei mir läuft ja die Mine auch immer, aber es passt, ja. Schauen wir mal kurz, wie weit wir jetzt hier davon entfernt sind, von der Ritterhalle. Also, ja, mit einem guten Glücksrad, das machen wir jetzt einfach mal, könnte da schon was passieren. Dann schauen wir mal, was da kommt. Schon mal 3 Pilze mehr, ja. Schon mal 6 Pilze mehr. Das ist schön, das ist auch super, ja. Okay. Das ist über dem Schnitt, das ist nicht schön. Das ist das, was wir haben wollen. Ja? Das ist das, was wir haben wollen. Mehr davon, mehr davon. Super, ja. Früchte, ja, ist auch gut. Ist eigentlich fast, bis auf das, das ist auch nicht gut. Ja? Das ist so wenig. Ich habe gesagt, das ist nicht gut. Das ist gut, ja. Also wirklich viel. Boah, jetzt kommen die Steine rein. Und nochmal. Ist das geil. Guckt euch das an, geheimes Lager, raus die Kacke, hau raus die Kacke, 44 Millionen, was haben wir hier, Ritterhalle, genau, und jetzt wissen wir ja, dass der liebe kleine Dreamscape hier was versteckt hat, Ritterhalle, 132 Millionen, das heißt, mir reichen eigentlich, wenn ich da 10 Millionen raushau, ja genau, das habe ich natürlich auch vergessen. Ich habe das gewusst, aber vergessen, ja? Abgesehen davon, dass ich mir da dann nicht die Mühe mache. Schauen wir mal kurz. Ach, der würde das nochmal raushauen. Achso, jetzt hat er es nicht gemacht. Abholen. Genau. Jetzt ist es da. Ich dachte, ich hätte drauf gedrückt. Und die Ritterhalle. Bop. Genau, dann hier schön reinschreiben in die Gilde. Hawk 19! Genau. Und jetzt habe ich wieder nur noch 1 Million Steine. Es ist so ätzend, ja. Es ist so ätzend, ja. Und hier, ich schaue halt drauf, dass ich hier immer abholen kann. Das ist total wichtig, dass ich hier nicht voll laufe, ja. Weil, wenn man jetzt sehr häufige Fünfer-Pasch würfeln sollte, dann könnte das passieren. So, jetzt gehen wir mal weiter. So viel kann jetzt gar nicht mehr passieren. Schlimmes kann uns gar nicht mehr widerfahren. Also alles gut. Aber jetzt kommt Baby! Liefer! Ja, das wäre richtig geil gewesen. Aber ich muss immer noch eher auf Stein gehen. Oder spiele ich jetzt nochmal? Komm, ich spiele jetzt nochmal. Eieieiei, da kam eh nur einer. Ja, komm. Man muss auch schon ein bisschen drauf spielen, was einem angeboten wird, aber Gold ist wirklich kaum was wert in der Zeit. Das noch dann futsch. Jetzt machen wir es einfach ein bisschen normaler, komm. Weil es kommt ja dann oft nicht, ja, wenn man das, was man braucht, das wird oft nicht rausgehauen. Deswegen ist mit 2 zu starten halt eine größere Chance, ja. Jetzt komm. Oh, da war jetzt gar nichts dabei, aber das wundert mich auch nicht. Gut, aufs Gold kann ich echt verzichten. Also, ja. Das war mal wieder ein echt schlechter Würfler. Das ist sehr variabel, sag ich mal. Ja. Der hat nix reingebracht. Außer natürlich, das ist schon eine ganz schöne Geschichte, ein bisschen zumindest. Ja. Hier wieder ein paar Seelen reingeschmissen. Aber ich brauche trotzdem immer noch hier 2,5 Millionen überschlagen, ja. Und das dauert, ja. Also ich könnte hier natürlich jetzt hier abbrechen und dann hätte ich hier schön das 14er Herz, aber warum, ja, kostet nur Pilze. Gut, wenn das Glücksrad so weiterläuft, dann werde ich noch Pilzmillionär, obwohl ich spiele. Das ist quasi das, was ich ein bisschen zeigen wollte. Und es sind auch schon wieder 40 Minuten. Verrückt, aber man, also wirklich gestern habe ich auch so ein Video gemacht. Und
Das war auch schon wieder deutlich über einer Stunde und ich habe zum Schluss, glaube ich, 30 Minuten lang oder 20 Minuten lang dieses blöde Ding da gezeigt. Da. Also ja, die Tabelle, ja, die echt geil ist. Also ich kann, jetzt riskiere ich es mal, weil es eigentlich eine schöne Geschichte ist. Oder ich habe jetzt gelernt durch Schmerz, ja, lerne durch Schmerz. Hier zum Beispiel auch kann ich mir ausrechnen, also hier gebe ich ein, also ich benutze die gerade diese Form für alles, ja, also eine Excel-Tabelle für alles. Hier gebe ich ein, wann der Händler kommt, also 8 Stunden 11 Minuten war das dann. Dann war hier Restlauf 10, heißt eigentlich nur Restlauf Toilette. War noch 37 Minuten, das heißt fertig, dann Händler 7,34, genau, und dann kann ich hier eingeben, wie oft ich die Toilette hier haben will, und dann kann ich mir den Vorlauf, und dann steht hier, wann ich mir den Wecker stellen sollte, ja. Das war auf 6 Stunden und 6 Minuten, ja, manchmal stehen ja auf diese Zahlen. Also das ist eine ziemlich coole Geschichte auch, dass man so ein bisschen Zeitmanagement hat, genauso wie ich es hier auch gemacht habe, ja, in der Excel-Tabelle. Das heißt, hier ist die tatsächlich, das ist die Formel für die jetzige Zeit. Das heißt, der gibt immer an, wie spät es ist. Also, wobei das nicht stimmt gerade. Das ist ja auch witzig. Warum denn nicht? Weil es ist halt einfach nicht 23.43 Uhr. Es ist halt 1.03 Uhr. Am Montag schon. What is wrong with you? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, das könnte sein, pass auf. Ich öffne das mal neu. Ach, ist doch wurscht. Ist doch wurscht. Auf jeden Fall schalte ich mal gleich die Tabelle aus. Ich sollte zuerst die Tabelle ausschalten und dann die Tabelle wieder verschieben. Wenn ich sie denn noch brauche. Das ist eigentlich die Reihenfolge, die wichtig wäre. Genau, also sehr, sehr nice, was hier passiert. Dann haben wir hier, ab und zu kommt halt einfach der Graf. Wie gesagt, es dürfte eigentlich gar nicht passieren, wenn man die eigenen Gildenleute gar nicht finden kann. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Ja. Ihm geht es aber auch so, er findet mich auch ab und an. Ja. Ich habe erst gedacht, der hat da einen Fehler gemacht. Ja. Man muss es dann selbst sehen, dass es wahr ist, bei manchen Sachen. Hat aber keinen Fehler gemacht, sondern es ist halt so. Ja. Genau. Und sieht man jetzt eigentlich schon die Hawk 19? Nee, noch nicht. Komm, dann resetten wir ja auch mal. Ja. Das heißt, noch eine und dann bin ich frei. Aber die 20 ist richtig teuer. Na gut, das kann man jetzt nochmal... Schmeißt man nochmal die Tabelle an, ja. Riskieren wir es nochmal, ja. Tabelle angeschmissen. So, und zwar... Gut, jetzt kann ich auch mal eingeben, was ich alles habe. Das machen wir wieder anders. Na gut, dann mache ich es da drüben. Und zwar, also auch wenn ihr jetzt einen Klick hört, das bedeutet nicht, dass ihr das sehen müsst. Ich muss einfach nur eingeben, was ich gerade habe. Ja? Das heißt, vorhanden ist hier 10370289. Und hier 1160203. Genau. Und hier habe ich irgendwas drin mit 70 Millionen. Oder? Genau. Nicht irgendwas, sondern genau 70 Millionen. Das rechnet sich dann zusammen und hier habe ich mal ausgerechnet, wie lange es dauert, so eine Minen-Upgrade hinzubekommen. Ja, ich bin so auf 5,5 Tage reines Traden gekommen, was gar nicht so schlecht ist. Aber in Wirklichkeit wollen wir nicht, dass wir hier, könnte man ja dann grob mal 80 rechnen, also man kommt dann irgendwie bei 400, sage ich mal, raus, komplett überschlagsmäßig. Ja. 400 Tage noch so Hardcore traden, das ist wahrscheinlich nicht wirklich das, was wir wollen. Aber Ende März kommt ja der Legendary Dungeon und da kann der Graf einfach eskalieren und dann sind wir, glaube ich, relativ durch, ja, mit dem, was wir hier machen. Pass mal auf. Und dann, ich habe wieder den Caps Lock an. Das ist wieder so typisch für mich. Ja, nochmal Shift ist gleich. Und dann
sind hier die Ritterhallen, das heißt, wupp, genau, dann stehen die 240 Millionen. Das ist ja schon im Bereich dieser, ja, da fehlt ja nicht viel, da fehlen 20 Millionen und hier 60 Millionen, dann haben wir schon eine Mine, sag ich mal, von 25 auf 26, ja. Das sind ja die teuren Minen. Und da sieht man auch, wie lange das beim Traden dauern würde. Also hier am, na jetzt stimmt's, schau mal hin, weil ich was eingegeben habe. Ich kann euch nicht sagen, jetzt ist es tatsächlich Montag 1:06 Uhr, jetzt stimmt's wieder. Aber nur durchs Traden, ja, wäre dann praktisch Freitag um 2.36 Uhr hier genug Steine da, damit ich wirklich skippen kann, hätte ich beinahe gesagt, damit ich die Ritterhalle 20 machen kann. Aber ihr seht ja, einfach mal im Würfelglück gehabt, das Glücksrad gönnt, war auch Steine, war super. Ja, ich hatte wirklich im Prinzip zu wenig Steine, deswegen habe ich jetzt auch nur eine Million, aber es war echt genau richtig. Ja. Es ist eh so, dass ihr mit Ritterhalle 20 bekommt ihr eigentlich das meiste Zeug dann über diese Funktionen. Ja. Das macht ihr jeden Tag und da muss man nicht gar nicht so genau drauf schauen, was da rauskommt. Das ist immer geil eigentlich, was beim Glücksrad rauskommt. Also außer ein paar andere Sachen, das schaue ich mir gleich an, was da überhaupt rausgefallen ist. Und genau, das wäre dann der Freitag. Aber eben, da ist ja noch viel Glücksrad dabei. Das heißt, gut, Montag ist jetzt durch. Ich habe nochmal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und den Freitag. Den Freitag werde ich nicht brauchen. Also durch die drei Tage wird die Ritterhalle sicher irgendwann, also mit viel Glück, Mittwoch, mit ein bisschen weniger Glück, Donnerstag. Und man sieht ja, das Holz habe ich da schon. Was nicht einberechnet ist, und jetzt muss ich wieder dran denken, klick mal wieder schön weg, sind wir wieder von der Tabelle weg, dass man sich das ständig abholt. Und das ist richtig viel Zeug auch hier. 350.000 die Stunde und hier 115.000 die Stunde, ja. Was es nie machen wird, dass es richtig voll läuft, man bekommt Angriffe, ja. Es ist jetzt so, dass wir uns ein bisschen erleichtern und ein bisschen weniger Angriffe bekommen. Also abgesehen davon haben noch Leute auch ihre Festungspartnerschaften und sind dann auch oft nicht in diesem Rangbereich, in dem wir gerade sind. Das kommt noch dazu, in diesem Ehrenbereich. Deswegen haben wir relativ viel Ruhe. Man sieht ja hier, 22.42 Uhr, obwohl ich eigentlich relativ offen spiele. Ja, ein bisschen Befestigung haben wir hochgemacht. Und genau darüber rede ich gerade. Ja. Also der Graf würde tendieren dazu, die Befestigung noch höher zu machen, aber ich werde es nicht mehr machen. Ja. Das ist jetzt echt genug, weil wir werden immer den Spielern jetzt die nächste Zeit richtig viel Ressourcen bringen. Und es ist ja nur so, dass diese Befestigung hochzuziehen hilft dann gegen einen Soldaten, aber nicht gegen 10, ja? Auf einer Mine 10. Die können dich immer abgreifen. Ja? Da kommt man nicht aus. Erst bei 20 mit den Idioten, und dann kann man aber nicht mehr traden, ja? Und wir verlieren natürlich auch durch die Trades. Also jetzt sind wir ja schon bei 1560 und 516. Das ist jetzt im Verhältnis zu dem, was wir bekommen, nicht wirklich relevant. Ja? Es geht, glaube ich, bis zu 50.000 hoch. Irgendwie so. Und dann ist man schon in diesem... Also da muss man echt aufpassen, ja? Dass man das nicht übertreibt. Und ich habe gesagt, gut. Ja, Not zur Not, ja, würde ich den Quatsch mitmachen, aber ich würde nicht mehr, weil ich habe dann auch skippen müssen, ja, weil wenn er sagt, lass uns das jetzt machen, dann muss ich wieder die Schatzkammer abbrechen, will ich ja nicht, sondern muss ich dann überspringen, dann muss ich wieder laufen lassen, ja. Also das kostet immer Pilze und so langsam muss ich auch an den Sparmodus denken, weil ich bin kein Hardcore-Pilzer, der dann Leggy Dungeons 500 Runs macht. Wisst ihr, was ich meine, ja? Das ist nicht in meinem Budget enthalten und ich mag die Spielweise auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich respektiere sie natürlich, ja? Der Leggy Dungeon, finde ich, macht das Spiel da so ein bisschen kaputt, weil ihr müsst euch überlegen, also abgesehen davon, dass das auch viel Arbeit ist, aber ihr wisst ja eh, die machen das eh nicht selbst, ja? Das ist leider auch eine Wahrheit. Entweder haben sie ein Clickbot oder sie haben Leute, denen sie dann ein bisschen Geld geben, damit die ständig ihre Leggy-Runch machen. Ja. Weil, surprise, surprise, jemand, der viel Geld hat, hat gar nicht so viel Zeit für dieses Spiel. Ja. Das ist eine Wahrheit, die ich herausgefunden habe, weil er entweder sehr aktiv ist in seinem Job und deswegen so viel Geld verdient
oder eben andere Verpflichtungen hat, die ihn nicht ermöglichen, dann über Ostern 11 Tage lang jeden Tag 20 Stunden Leggy Run zu spielen. Ja? Da haben die auch gar keinen Bock drauf. Ja? Das ist ja so ein Prestigespiel, das heißt so ein bisschen, schau mir mein Auto an, das heißt, schau mir meinen Char an, schau mal, wie viel Geld ich habe. Das ist eigentlich das, was auch in diesem Spiel geschieht, warum Pay-to-Win-Spiele auch so erfolgreich sind, weil die Leute letztendlich auch ein bisschen mit ihrem Geld angeben. Ja? Und ich durchbreche das halt auch immer regelmäßig, wenn ich sage, ich habe gar nicht so viel Geld. Ja? Ich spiele halt mit Überraschungsgeld, ja? In dem Fall jetzt auf diesem Server, wo ich echt nicht damit gerechnet habe und was ich tatsächlich in dem Fall nicht gebraucht habe, besser gesagt, ich habe es schon gebraucht, nämlich für diesen Server. Ja? Und so ähnlich soll EU2 sein. Und das ist abgefahren, weil EU2 sagt meine Körperintelligenz. War jetzt hier ein Viech drin. Ich habe heute mal fett gelüftet. Dabei hat es geschneit. Und es ist ja nicht so, dass es im Winter keine Mücken gibt. Das ist so verrückt. Ich mag das gar nicht. Ja? Ich mag das gar nicht. Das ist das einzig Gute, und es ist eigentlich nichts gut, ja, dass mein Kater nicht mehr hier ist. Es gibt jetzt nicht mehr meine selbst improvisierte Katzenklappe. Und das heißt, es können keine Viecher mehr hier reinkommen und ich werde einfach im Sommer nicht zerstochen. Ich hatte keine einzige Mücke hier im Sommer und musste nicht auf Mückenjagd gehen, weil das mache ich schon noch. Ja. Weil ich denke mir, ehrlich gesagt, die wollen was von mir, was ich ihnen nicht geben will. Ja. Und ich habe schon die spirituelle Einstellung, dass ich mich nicht stechen lassen muss. Ja. Ich bin nicht Nahrung für irgendein Tier, das meint, das wäre witziger. Das verbitte ich mir sozusagen, ja. Und deswegen, Mücken wissen auch Bescheid, ja. Ich sag's ihnen schon, ihr habt ja nichts zu suchen, wenn ihr hier seid, seid ihr fällig, ja. Mit anderen Viechern mal das nicht, also Fliegen oder so, kein Thema, ja. Spinnen ist wieder eine andere Sache. Ich habe hier natürlich auch ganz wenig Spinnen, das sind ja die typischen Hausspinnen irgendwie so und ich bin jetzt auch nicht so der, der alles ständig jeden Tag putzt. Das heißt, da kriecht schon mal was rum, nichts Großes. Vor allem die verhungern ja hier. Ja. Die sind alle eigentlich kaum, also die haben, sind so dünn, man sieht die eigentlich kaum, auch wenn sie relativ groß sind manchmal. Und man merkt wirklich, die verhungern eigentlich bei mir. Ja. Und wenn ich dann staubsauge, dann erwische ich auch mal Spinnen. Und früher habe ich so ein bisschen drauf geachtet und jetzt mache ich das nicht mehr. Ja. Wenn ich in den Ecken sauge, ja, wenn da eine Spinne ist, selber schuld. Ja. Die wissen eigentlich auch Bescheid. Ja. Also so viel zum Veganismus und zum Tierliebsein und so. Das gilt für mich für Insekten nur sehr bedingt. Ja. Ich würde auch nicht quasi aufs Autofahren verzichten, weil ich da ein paar Insekten schreddere. Das ja, ist einfach anders. Ja. Ich kann doch nicht sagen, warum, aber es ist ja auch so, dass ich allein durchs Atmen ganz viel jetzt gerade töte. Ja. Ich gehe durch den Wald oder ich gehe spazieren, ich töte die ganze Zeit. Ja. Einfach über die Macht, die ich habe, einfach schon von der Körperlichkeit. Ja. Wie so ein Elefant. Ja. Der auch einfach durch die Landstriche stampft und logischerweise irgendwas kaputt tritt. Ja? Das passiert einfach. Und das ist bei uns Menschen genauso. Ja? Mein Immunsystem tötet die ganze Zeit. Ist die ganze Zeit auf Vollalarm, aber nicht auf Vollalarm, aber ja, es hat halt zu tun. Ja? Mit vielen Dingen, die auf uns einwirken und deswegen, weil das gut funktioniert bei mir, weil ich auch dafür sorge, dass ich mich gut ernähre und so, ist mein Immunsystem und mich halt eben auch nicht schlumpfen lasse, ist mein Immunsystem echt mega und ich war schon ganz lange nicht mehr krank. Ja? Das letzte Mal, gut, man kann auch sagen, der geht auch nicht viel raus, das stimmt auch, ja? Kann ich auch nichts dagegen sagen. Das letzte Mal war ich krank. Ich weiß gar nicht, das war vor, ich glaube, das war 2019. Das war vor dem ganzen Schwachsinn. Ja. Ich weiß es auch daher, weil wenn ich jetzt echt wirklich erkältet wäre, dann kann ich ganz schlecht vorlesen. Also meinen YouTube-Job kann ich da ganz schlecht machen. Also insofern, ja. So, jetzt lassen wir noch mal einmal durchrechnen. Ich muss mal kurz das hier rüber rechnen, reichen hier. Bei ESF-Tools. Dann saugen wir uns noch mal hier aus dem Spiel. Eine Datei. Das ist alles falsch. Ich habe halt die große Statistik gemacht. Heute gab es ja wieder
meinen Weckeralarm um 23.50 Uhr und dann musste ich für ziemlich viele Gilden, wo ich spiele, eben die Statistik rausziehen. Ja. Aber es dauert dann auch nur 10 Minuten, also das ist echt super genial. Ja. Dann muss ich hier das duplizieren. Dann gehe ich mal schön auf, ich pack das mal alles hier rüber. Dann gehe ich mal schön auf Dungeon Simulator, hol mir den letzten Spieler und guck mal rein. Und dann speichere ich das mal für euch ab. Und das ist, schaut genauso kacke aus wie gestern. Ich habe gestern noch was geschafft. Ich bin auf, das habt ihr halt auch verpasst, da, auf 228 gesprungen. Packen wir das mal hier rein. Genau, das ist die bittere Wahrheit. Olymp haben wir ein bisschen. Beim Olymp ist es halt auch so, wenn ich den jetzt unbedingt schlagen wollte, dann könnte ich mir jetzt dementsprechendes Equipment suchen. Ja? Weil der hat Feuer, das heißt, ich müsste jetzt hier statt meinem Gegenstand finden, müsste ich jetzt Feuer reinbasteln. Aber das können wir uns mal kurz anschauen. Oh, das ist doch hübsch. Ja, mal schön Gold. Und das, ja, zum Zerlegen ist auch nicht wirklich gut. Ich könnte mir da echt nochmal neues Zeug suchen. Ja? Ich finde, das ist, ist es einfach nicht wert, auf zu heben. Das ist da oben. Ist ein bisschen Gold. Und hier haben wir Platz frei. Ich glaube, dann packt man das mal darunter. Genau. Hier gibt es nicht wirklich was, was noch richtig teuer ist. Ja, gut. Da überlege ich ja, das eventuell anzulegen. Genau. Aber da kriege ich mal schon mal ein bisschen Platz. Ja, kann auch überlegen, wie ich das jetzt besser sortiere. Nee, komm. Ich weiß. Ich mache das gerade anders. Und zwar, das ist ja das Equipment, das ich eventuell noch benutzen kann. Pass auf hier. Und das sind eher so die ganz deutlichen Toiletten-Epics. Und das wollte ich ja nicht benutzen, weil das sowieso besser ist. Und viel Gold bringt es auch nicht. Genau. Das ist quasi Equipment, das ich auch eventuell benutzen kann. Das ist eigentlich auch nochmal relativ viel wert. Könnte ich auch benutzen. Gut, das würde ich eher nicht benutzen. So rum ist es. Die drei sind es eigentlich. Aber wie gesagt, Rüstwert ist meh. Ja. Hier habe ich eine bessere Waffe, rein theoretisch. Ja. Für die Arena wäre die zum Beispiel besser. Aber ja, die benutze ich nicht, weil die zu wenig rechts raus hat. Das bringt mir nicht viel. Also hätte ich jetzt ein bisschen Gold hier am Start und könnte mir erstmal schon mal, das können wir schon mal machen. Passt mal auf. Und zwar... ich habe mir was... jetzt habe ich, glaube ich, was weggeschmissen, was ich eventuell sogar noch gebrauchen hätte können. Ist aber auch nicht so wichtig. Hier zum Beispiel. Also wie viel zerlegen kann ich denn noch? Noch zwei. Also genau ist das so eine Waffe, mit der man das schön arbeiten kann. Die hat nur Stärke, aber schaut schon, 702 kriege ich schon. Also ich könnte schon dringend eine Waffe brauchen. Dann schmeißen wir die in die Toilette und dann zerlegen wir das und haben wir wieder fast 3000 Metall dazu bekommen. Ja, haben wir wieder 7. Ja. Naja, durch das Equipment ändern könnte es auch sein, dass ich ein Upgrade verliere. Also das, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Weil dann würde der Char ja vielleicht sogar tendenziell gleich schlecht bleiben oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter werden wegen dem Rüstwert. Also ist natürlich auch nicht so viel, aber ich habe halt schon jetzt auch schon einige Sechser. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch 3 Fünfer. Warte mal. Nee, ich habe sogar nur noch 2 Fünfer. Ja? Die Waffe und das Teil hier. Das kommt noch dazu. Ja? Also ich bin da noch nicht sicher. Ich bin noch nicht überzeugt. Ja? Und dass der Dungeon jetzt schneller fällt oder so, das ist auch nicht sicher. Kann man auch nicht sagen. Ja? Wie gesagt, die 1,5 Millionen, darauf verzichte ich, da behalte ich dann lieber was für die Toilette. Weil irgendwann muss man sich die teuren Sachen ja kaufen. Ja.
Das ist halt jetzt noch gerade so mit dem, kann man auch mal kurz zeigen hier. Bin jetzt auf 7. Ja, da geht leider jetzt nichts. Genau. Schauen wir mal, was hier kommt. Genau, jetzt krieg ich gelobt wieder. Jetzt, passt das langsam wieder, aber das war natürlich schon peinlich, ja, mit der mit ohne Waffe im Raid, ja, als stärkster Spieler gerade bei der Gilde. Graf hat auch gleich gesagt, ihm ist es auch mal passiert, seitdem hat er gesagt, macht er nicht mehr, Waffe ausziehen und so. Aber es ist total effektiv. Für die Gildenkämpfe, die wir jetzt machen, ist es auch total egal. Ich meine, irgendjemand muss die Waffe anhaben, aber irgendjemand hat es auch. Ja. Wir haben einfach keine knappen Gildenkämpfe zu erwarten, weil ganz oben, das ist auch etwas. Ich habe das analysiert in dem Video und habe das gezeigt und all das hat man nicht gesehen, weil die blöde Tabelle zu sehen war. Ja, also, es kann natürlich auch das Video davor sein. Ja. Oh, Poena Capitis hat mal wieder jemand eingeladen. Sieht man mal, was die sich ranziehen hier. Oh. Aber, genau, nur mal schnell gezeigt, woran man es sieht, dass wirklich eine Gilde richtig gut dabei ist. Weil eigentlich sieht man es natürlich über die Raids, ja? Jetzt, bei diesem Zeitpunkt. Das heißt, alle Top-Gilden haben 50 Raids und dann sieht man schon, der Berserkersladen hat da leider nichts zu suchen, ja? Auch wenn ich das sehr geil finde. Ja? Also da gibt es dann ein paar Gilden, die quasi jetzt sich dann noch hochgemogelt hatten. Kommen aber genau hier zum Beispiel, Asylum natürlich, gell? Das ist natürlich eine starke Gilde, die werden sich jetzt da hochkämpfen, logischerweise. Und daran sieht man auch, weil es nicht viele Gilden gibt, warum unser Doppelgildenkonzept so beliebt ist. Ja, weil hier gibt es nochmal hier Essentials, sind wir eben, ja, mit 40 ist richtig gut dabei. Vom Schnitt her würden sie es jetzt eigentlich nicht haben, aber... da werden wir halt mitfummeln und sobald wir unsere 50 Raids haben, werden wir mit relativ vielen Leuten rübergehen. Rein theoretisch könnte man sogar die Gilde jetzt tauschen. Ja, wir benennen die Gilden ja eh um. Rein theoretisch wäre es gar keine schlechte Idee, die Gilden komplett zu tauschen. Hatte ich schon mal als Idee. Weil man da nicht mehr wechseln muss erstmal für eine längere Zeit. Und dann haben die ein besseres Gildenportal erstmal, das für uns gar nicht so relevant ist, weil wir das Gildenportal werden wir schnell aufholen. Und sie haben ein bisschen Besseres, das heißt, wir haben uns da, hätten uns da ein bisschen Zeit geholt. Ja? Und wir sind jetzt gerade wirklich, wir werden immer stärker. Das heißt, das Gildenportal nachzuholen, bis zu dem Stand, wo wir jetzt sind, ist gar nicht so schwer. Argument ist natürlich, dass schon einige Spieler gerade auch noch Dungeons kloppen, also und nicht so in der Zwangs-Dungeon-Pause sind wie ich gerade. Also hier sind mal 44, ist auch gut. Ja. Dann kann man halt reinschauen, wie dann der Stand ist. 520 ist auch gut. Und 262. Ja. Schauen wir nochmal kurz auf Essentials. Die sind so ein bisschen vergleichbar. 545, ja. Und dann 190. Das ist halt der Unterschied. Ja. Gerade. Ja. Aber da sind auch einige Langzeitspieler drin, also die dann später kommen. Wichtig ist halt, dass man... Genau, Dreams ist auch noch eine gute Gilde. Aber das dauert halt auch, ja. Ja, so top ist die nicht. Genau, hier, genau, die Musikanten. Das waren ja andere Kings, glaube ich, hießen die. Ich gerade drauf reingefallen, 36. Also so sieht man das eigentlich relativ gut, da. Ja. Wie viele Raids hat denn jetzt gerade, also bei diesem Stand, wo die ersten 50 schon haben, also Asylum hat ja recht schnell 50. Da kann man die Gilden finden, die interessant sind. Ja. Und deswegen sind die Boni bei uns natürlich schon sehr beliebt. Ja. Hier gibt es nochmal 44. Dreamland, genau, ist auch gut dabei. Und haben auch einen 268er Schnitt. Die haben nochmal richtig zugelegt. 516 Ritterhallenpunkte, da sind sie ein bisschen schwächer. Also kann man mal schauen, 268. Was haben wir hier? 261 sogar nur. Also Dreamland ist stärker geworden. Gerade. Das finde ich recht spannend. Das war gestern noch nicht der Fall übrigens. Ja? Das war ein Name, den der Grafen total gut fand. Und die werden jetzt wahrscheinlich einfach die Raids durchballern können. Ja. Vielleicht gab es auch eine Fusion. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen.
der... Halt, 214. Ich bin darauf reingefallen. Ich wollte sagen, woher kommt das denn? Die haben 214. 214, ja. Gut, die sind dann doch etwas schwächer. Ja, da war einfach hier, ich bin hier hingerutscht und hier ist ja der Durchschnitt. Ja. Genau, dann werden sie auch noch ein bisschen hängen bei den Raids. Aber dennoch eine gute Gilde und tatsächlich ein Lieblingsname vom, vom Grafen. Ja. Der mag, denn, der mag einfach Dreamland. Dann schauen wir wieder bei den Raids hier. Also aber ein bisschen Serveranalyse. Ja. Die Kings, hier sind sie genau. Die Kings, das ist eine gute Gilde mit 46, ja. Und die haben 252, ja. Das heißt, mit denen konkurrieren wir gerade. Ja. Die sind vermutlich in der Spitze etwas schwächer als wir. Die haben keine 300 da. Aber dann sind, haben sie wahrscheinlich eine gute Tiefe auch, eine gute Breite. Und 252 und 583 ist wirklich nicht schlecht. Klar, wir haben jetzt so einen, den kleinen Vorteil dieser zwei Wahnsinnigen, ja, von mir und vom Grafen. 595 Ritterhallenpunkte und 261. 10 Durchschnittslevel, also circa 10, ist das schon viel, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Das ist schon auch wirklich viel. Das waren die Kings. Ja, aber ich glaube, das war es dann auch vom Server. Man kann natürlich auch immer so ein bisschen die Leute, also die Gilden anschauen, die viele Mitglieder haben. Aber bei den Raids sieht man es halt. Ja. Da ist, glaube ich, dann auch so gut. Das sind ja die. Also Exil, genau. Exil gibt es auch noch. Stimmt. Hier 244. Im Schnitt 568 Ritterhallenpunkte, da ist auch jemand fleißig gewesen. Was auch immer ganz witzig ist, wenn man es mal anschaut. Ja. Also man muss nur einen finden, ne? Dann weiß man die Situation. Also gibt es schon einen schwarzen Stein bei ihnen oder nicht? Ja. Dann weiß man auch so ein bisschen, gut, da ist einer. Ja. Der kann natürlich auch von woanders gekommen sein, aber grundsätzlich, ja, der hat sogar zwei. Ne, drei sogar. Also ist schon mal ein Spieler dabei. Das heißt, relativ wahrscheinlich, dass die auch schon... eine Ritterhalle 15 haben an Bord. Kann man jetzt auch schon länger haben, ja. Also, das ist auch klar. Ja. Also. Ja. Das sieht man ja von außen nicht, gell? Ob wie viele und ob und so. Genau. Wir haben auch nur in Anführungsstrichen drei. Ja, kein Bier, eben. Graf Zahl und mich. Aber das sind immerhin schon 3%. Die sind recht stabil und die haben wir schon die ganze Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier schwarze Steine geflogen kommen. Kann ich echt nicht bestätigen. Ja. Weil die würde ich sofort meinen Begleitern geben. Die Steine. Und ja. Genau. Ein bisschen muss ich jetzt auch, wenn wir jetzt die Raids schaffen, muss ich auch ein bisschen schauen, dass ich hier Platz habe. Warum? Weil ich dann ja 24 Stunden gesperrt bin für Gildenkämpfe und dann ist es ein guter Zeitpunkt, wenn man eine Gilde wechselt, diesen FKK-Schmarrn zu machen und sich dieses Achievement zu holen. Ja. Ansonsten, was ich auch schon länger nicht mehr gemacht habe, muss ich mal gucken, aber ich glaube, es ist echt noch nicht, ist gerade nicht so wild, so, weil nicht so viel umgerüstet wird. Und es betrifft ja nur die 300er. Alles andere hat man ja normalerweise schon. Also bei den Kriegern bin ich nicht sicher, ob ich alles habe. Weil es gibt nicht viele Krieger und die haben ja ein paar Schilder am Start. Ja. Ansonsten sind die Waffen ja nichts Besonderes, aber die Schilder sind schon was. Das meine ich, ja. Schaut halt schon schick aus, ja, wenn man das macht. Aber man muss halt dann jedes Mal, wenn man umrüstet, wieder umbauen. Das ist so ein bisschen der Nachteil daran. Genau. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas, dass da jetzt was blinkt oder so. Ja, wenn dann wäre es auch nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier einen Mega-Fehler gemacht habe.
ist immer noch top. Sammelalbum 86,55. Also kann man kurz in die Ehrenhalle schauen. Liegt natürlich auch, dass ich da Dungeons geschlagen habe, die andere noch nicht geschlagen haben. Ja, 7 hat, war, ist auch schon recht weit mit 324 und ganz knapp vor 325. Genau. Wundert mich aber ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, dass der mehr jetzt durchgeht. Da sieht man so ein bisschen. 86,55 habe ich. Ich dachte schon, ich habe 85. Ja, genau, also da bin ich auch gut dabei. Ja, wir können mal ein paar Versuche machen, aber wenn, dann ist der Olymp und eigentlich müsste ich mir jetzt Feuerzeug suchen hier. Und das kostet auch wieder viel Gold. Hier kann man nochmal kurz reinschauen, wie der Arena-Manager läuft. Oh, der ist in 5 Minuten, ist der soweit. Da nehme ich euch jetzt noch mit, also diese Ehrenhallen-Quatsch, den machen wir jetzt nicht. Das heißt, nochmal 5 Minuten. Warte mal kurz ab, bis es sauber ist. Ich kann auch Sekunden einstellen, aber da habe ich jetzt keine Lust. Ja komm, geh mal auf 5 Sekunden. Ja, genau. Dann ist der gut getimed. Was ich nicht mag, wenn ich rübergehe, dann muss ich noch 5 Sekunden warten. Das mag ich eigentlich nicht. Das ist nicht viel, aber ja, da habe ich keine Lust drauf. Schauen wir mal kurz, was es denn gibt. Ja. Einfach mal so im Laden gucken. Und was auch klar ist, also ich bekomme jetzt auch schon 21er Schaden, den habe ich mir auch schon geholt auf meine Waffe. Ja. Noch nicht auf alle Begleiter, die haben viele noch 20. Und wir können auch mal kurz gucken, wegen diesem. Weil wie gesagt, ich habe schon oft jetzt geblättert und ich finde keine 4% XP-Bonus. Finde ich aber nicht. Also sage ich einfach mal, gibt's auch nicht, ja. Jetzt, der hat wieder einen Rüstwert. Brauche ich das? Also nicht jetzt zum Anziehen, sondern noch für die Toilette, ja. Eher nicht, aber es ist günstig. Oh. Wie schaut es denn bei den Idioten aus? Nee. Das bringt einfach nichts. Goldbonus, ja. Ah, Erfahrung wieder 3%. Erfahrung 3%. Da gibt es Eisschaden recht günstig. Recht günstiger Eisschaden. Und für den Hellewaiter, da muss man ja darauf achten, dass man verschiedene Schadensarten verteilt auf seine Chars, auf seine Begleiter. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt erstmal ist wurscht. Ich glaube, ich habe eh viel Eis jetzt an Bord. Der hat Eis. Der hat Blitz. Der hat auch Eis. Also bei, das kann ich mal machen. Gibt ja mal einen höheren Eisschaden. Auch wenn ich jetzt gerade überhaupt nicht aktiv bin in dem Dungeon, bringt mir auch nichts zum Zerlegen. Ja. Aber es war so günstig, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ja. Also. Widerstand gegen Feuer, aber so teuer. Ja. Ist ja eigentlich nur eine Schnapsidee gerade. Für den einen popligen Dungeoner. Das kann ich mir noch leisten. Ja. Also geht es echt ums Goldmanagement, ja, dass man keinen Unfug macht mit seinem Gold. Nochmal Feuer. Auch wieder teuer. In Widerstand gegen alle, das ist jetzt in dem Fall nicht effektiv, weil ich weiß ja genau, gegen welchen Gegner es geht. Ja. Auch wenn jetzt ja, 26% ist natürlich besser als 22%. Aber ja, darum geht es jetzt nicht, also um dieses paar Prozentchen. Da geht es mir eher darum, dass ich mir was spare beim Kaufen. Ja. Das wäre nochmal schön, ne? Aber es müsste halt in. Aber ihr seht schon, also 3% Erfahrung, das haben sie geändert, das haben sie rausgerollt. Ich sag's euch. Das ist woanders gelandet.
hat das neue Backend was anderes vorgehabt. Weil es hat mal gestimmt, das weiß ich. Diese Sachen haben mal gestimmt. Gut, hier ist eine Überlegung wert, weil ich habe, glaube ich, irgendwo nur 16 und da habe ich 17. Geht immer Prozent mehr. Für 500.000 kann ich das mal mitnehmen. Ja. Das mache ich endlich jetzt aber nicht, weil ich ja nochmal wahrscheinlich jetzt gleich hier zweimal Feuerwiderstand reinpacke, aber wirklich nur gegen Gold. Ja. Nur, wenn es nicht so teuer ist. Da ist ja gar nichts drin. Ja. Schon wieder Erfahrung. Also eigentlich wollte ich euch das jetzt gerade zeigen. Also das ist jetzt der Hauptgrund. Und wenn ich jetzt nochmal ein günstiges Feuer-Dingenskirchen finde, dann nehme ich es mit. Ja. Blitze 18. Ja. Das Gold 13. Also. Das verteilt sich natürlich schon hier. Aber nochmal episch für günstig. Aber habe ich ja jetzt schon. Kann schon sein, dass ich noch ein Prozent drauf bekomme. Aber das ist dann nicht so entscheidend. Widerstand gegen Eis, schade. Das wäre jetzt. Hätte ich jetzt genommen, das Ding. Blitz, auch in günstig. Also, man kriegt es halt für 500.000 mit Pilzen auch schon. Genau, jetzt sagt mein Arena-Manager, dass er was zu tun haben will. Und dann machen wir das jetzt auch. Das heißt, ich schaue mal kurz, was es gibt. Okay, es gibt den Skip. Ist eh gut. Ja. Ich hätte aber auch das andere Ding genommen. Und jetzt erstmal vorsichtig, bloß nicht überpowern, das ist mir so häufig schon passiert. Schon gar nicht maxen, ja. Ich habe ja jetzt, genau, sowas mag ich überhaupt nicht, ja. Aber ich gehe deswegen auf Nummer sicher und sage, ich strebe diesen 2-5er-Punkt an und weiß, da oben muss ich eh noch mehr dazu packen. Jetzt langsam wird es enger, das heißt, dann werde ich auch vorsichtiger, dass ich erstmal nur die 2-5 mache und nicht mehr. Das ist mir schon so häufig passiert. Ist halt so, wenn man das jeden Tag macht und einfach auch schnell fertig werden will, dann nervt es halt irgendwann. Ist leider so. Genau, dann können wir mal auf 2875 gehen. Hier haben wir dann die 2800. Dann hier ist 2725. Hier ist 2650. Und hier ist nochmal 2575. Genau. Das heißt, habe ich gesagt 75, genau. Der bleibt dann so und der darf 25 und der ist 2650 und der ist 2575. Genau, das ist der vordere Ausbau. Ja. Da kommt dann auch ordentlich was rein. Ja. Und wie gesagt, das schaffe ich nicht. Deswegen verteile ich die auch jetzt fair auf diese zwei Dingenskirchen. Ja, jetzt ist eh schon vorbei. Jetzt gebe ich nochmal einen mehr, weil der wahrscheinlich kommt auch früher rein. Aber das ist wurscht. Das läuft jetzt eh noch ein bisschen durch. Stellen wir natürlich auch wieder den Wecker. Wie gesagt, jetzt kann man es mal sehen. Jetzt sieht man es mal wirklich, das fürchterliche, die fürchterliche Wahrheit über den 2-5er Breakpoint. Aber der ist dann nach dem Skip schon nicht mehr so ein großes Problem. Das ist das Geile daran. Ja. Und offen zu spielen ist gut. Man hat dem eine Chance gegeben, hat den nicht bekommen, kriegt den Skip. Alles wunderbar. Genau, also das heißt, ich hoffe wirklich, dass ich dann hier ordentlich mehr bekomme, ja, so im 100er Bereich, und dann brauche ich nicht so lange, ja, dann brauche ich nicht mehr 9 plus Stunden, um hier 2,5 zu bekommen, weil das ist schon super. Ja. Jetzt halt keine Chance, wie soll ich das jetzt hinbekommen in nicht immer mehr 2 Stunden? Leider geht das nicht, aber deswegen ist es trotzdem ein schöner Skip, weil ich halt hier gute Runen am Start habe. Wie halt vorher gesagt, genau. Also da warte ich ein bisschen ab. Dann muss ich bei jemandem, den ich sitte hier, muss ich das leider auch machen. Das kommt immer wieder mal vor. Ich helfe da meinen Gilden ganz gerne. Auf Chile jetzt den Jungs. Ja. Weil das ist schon immer ärgerlich, wenn man was verpasst. Und das verstehe ich total. Und nicht jeder will ins Video gezerrt werden, deswegen habe ich den da drüben aufgebaut. Ich sehe nichts. Ich mache mal kurz weg. Nur, dass der jetzt schon mal vorab läuft. Ja, wenn die so hohe sind, also auf Titel sind wir ja schon alle recht hoch vom Level, dauert das so ewig, bis man das hochklickert. Das ist so krass. Ja.
Genau, hier. Sind wir durch. Und so. Wer föhn? Genau, dann kann das auch mal kurz laufen. Da ist auch nichts verloren. Genau, das habe ich. Aber ich habe hier noch was. Was ich auch noch schnell machen muss. Fällt mir gerade ein. Also das ist einfach nur meine Sieben-Char, der ja auch jetzt mit meinem Char hier synchron läuft. Das heißt, genau, da habe ich jetzt auch geopfert, aber der läuft ja einfach nur durch. Das heißt, einfach nur durchmaxen und dann ist auch gut. Sehe ich schon wieder nichts mehr. Okay. Das ist gut. Genau, auf meinem geheimen Char auch das gleiche. Wichtig ist, dass ich, wenn ihr viele Arena-Manager bedienen müsst und wenn ich jetzt EU2 spiele, dann wird es ja auch der Fall sein. Habe ich euch jetzt schon gesagt, was ich spielen soll? Magier. EU2. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Das ist so schrecklich. Alternativ Demon Hunter ist natürlich viel leichter, aber weniger gerne. Das ist auch sehr interessant. Ja? Weniger gerne Demon Hunter. Dass ich überhaupt irgendwann mal erwäge, Demon Hunter zu spielen, ist eh schon verrückt. Ist natürlich schon eine gute Klasse geworden, also, muss man auch ganz klar sagen. Ist schon mega. Genau, das ist eigentlich jetzt fertig. Sehr, 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 sehr schön. Das ist eine gute Sache, ja. So, also können wir die gleich wieder beenden. Genau, bei dem muss man warten. Und hier, ja, geht es im Prinzip darum, dass ich hier ein bisschen hochpushe, dass das hier ein 75er Verhältnis gibt, aber es läuft dann noch so ein bisschen. Ja. Ich sag mal, jetzt könnte ich es mir wieder ausrechnen über meine Liste, ja, wann das Ding durch ist. Ich zeige es euch nochmal kurz. Aber ich glaube, jetzt ist die Gefahr einfach vorbei. Die Gefahr ist gebannt. Ja. Hier, das ist hier oben. Das heißt, ich sag, wann der Händler jetzt durch ist, ja, das ist allerdings, nee, das ist nicht relevant, sondern eigentlich, nee, warte mal, ich gebe mal hier 0 ein, ist nämlich besser, und hier gebe ich auch 0 ein, weil jetzt rechnet sich alles dadurch, und hier gebe ich mal 2 ein, ja. Obwohl, das stimmt gar nicht, das, ja, das stimmt sogar gar nicht mal, weil ich habe ja noch eine Restlaufzeit. Weil ich überlege gerade, ob er das umgekehrt auch kann. Ich weiß nicht, ob ich es so programmiert habe. 1,53, genau. Und er braucht hier noch 14,48. Nee, 0,14 ist das. So genau geht es da nicht. Da geht es nicht auf die Sekunde. Genau, und der ist. In 1,39 wird der Händler weg. Genau, so. Und dann nochmal 2 dazu, das ist ein 1,48, das ist mir zu knapp zum Beispiel. Ja. Dann machen wir nochmal einen zusätzlichen, das heißt in einer Stunde und 1 Minute. Das ist der Wecker, den ich stellen muss. Ja. Das hört sich realistisch an. Ja, den lassen wir mal laufen. Dann ist quasi genau die Toilette, weil jetzt läuft sie einmal durch und dann nochmal durch. Und dann kann ich mal reinschauen, wie es ausschaut. Genau, und um das wieder hier rauszunehmen, genau, ja, das heißt, die Toilette läuft jetzt einmal durch und dann noch einmal und dann ist eigentlich schon Zeit zu opfern. Das bringt dann nicht mehr so viel. Ja. Rein theoretisch, habt ihr gesehen, könnte ich 2 Durchläufe machen, aber dann ist es so knapp, dass ich, wenn ich vielleicht wieder ein wichtiges Telefonat habe, mitten in der Nacht, und ich nicht weiß, warum mein Wecker klingelt, dann habe ich den Händler verpasst. Und dann ist diese ganze Arbeit, diese Aufbauerei, ist dann für die Katz gewesen. Und das wäre nicht schön. Das wäre eine Mega-Katastrophe, das wollen wir nicht. Ja? Genau. Ich bin mal gespannt, ob ich die Snacks noch bekomme, bevor ich offen spiele. Ich finde es super, dass ich den Speedboost sofort bekommen habe. Aber ich hätte schon ganz gerne auch noch das andere Ding. Ja? Das sind schon die Sachen, die jetzt richtig noch was bringen. Und natürlich, ja, über den hohen Wert kriege ich noch mehr Geld rein, als wenn jemand alles geboostet hat. Aber es werden schon welche auf Platin gehen können jetzt. Ja.
da werden schon Spieler loslegen dürfen. Und das natürlich dann schon, wenn man die Toilette früh bekommt auf Platin und dann skippt. Aber ich werde dann einfach für meinen Seelenfrieden alles auf Platin machen. Weil rein theoretisch könnte man auch jetzt am Anfang dann auch wieder Platin, erst die Toilette suchen, dann die Monster und so weiter und so fort. Ja? Und wenn ihr ganz lustig seid, müsst ihr es auch nie wieder anders machen. Aber es ist, das aufzubauen, ja, man braucht ja den Sitzplatz dann auch auf Platin, weil irgendwann wird er einen dann in Platin angeboten und man bekommt keinen 7-Tage-Skip zusätzlich. Aber rein theoretisch wäre das auch ein absolut ausreichender Aufbau. Sitzplatz auf Platin, Toilette, streunende Monster, meinetwegen noch die Snacks. Das wären dann, und dann müsste man aber immer opfern, bevor der Händler kommt. Und da habe ich keinen Bock drauf, ja. Für viele denken ja, ich wäre so der Arena-Manager-Freak, ja. In Wirklichkeit spiele ich das Ding nur so schnell und gut durch wie möglich, damit es weg ist, ja. Natürlich, klar, ich sehe es ein, warum es sinnvoll ist. Es gehört zum Spiel, ich muss es machen. Ist ein bisschen besser als die Legi Dungeons mittlerweile. Ja. Ich verstehe, dass man Legi Dungeons mag, wenn man, sag ich mal, so, man macht so 20 Runs und hat 2 Chars. Dann ist das keine Arbeit. Ich habe viel zu viele Chars. Ich müsste auf vielen, eigentlich um wirklich oben mitzuspielen, viel zu viele Runs machen. Das ist mir viel zu teuer und deswegen nervt mich der Legi Dungeon immens. Immens. Ja. Ich kann es euch gar nicht sagen, ja. Wie sehr. Und dagegen ist der Arena Manager noch das kleinere Übel. Ja. Genau, hier einmal wieder ab, zu abholen und dann seht ihr ja, ja schon 2 Stunden kein Angriff. Ja. Das kenne ich nicht von anderen Servern, die ich schon gestartet habe. Das kenne ich nicht mal auf meinen alten Servern, die ich, wo ich Aufholjagden habe. Das ist so ungewöhnlich. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht, warum es so ist. Genau, also, ja, aber rein theoretisch sind wir jetzt durch mit dem Video. Achso, genau, schön wär's, gell, weil ich gesagt habe, gut, ich probiere das jetzt doch mal. Mit dem Feuerquatsch. Hat ja der Wecker geklingelt da. Ja. Wo man auch merkt, man wäre komplett woanders gerade, ja, Widerstand gegen Feuer in teuer Gold. Aber wenn es jetzt nochmal kommt, dann nehme ich es, ja. Das ist auch klar. Weil irgendwann hat man dann genug durchgeblättert. Na, die Waffen. Ich sag, ich bin jetzt noch nicht so Eis. Ah, es gibt schon in günstiger. Ich will halt diese 2 Millionen nicht in Blättern. Komm, dann nehmen wir den. Der ist zwar echt pur, aber 87, das ist sogar in Ordnung. Genau, jetzt würden wir halt eben das hier austauschen, die Rune tauschen gegen hier Feuer. Und hier auch Rune tauschen gegen Feuer. Ja, und dann haben wir hier stehen 40% Feuer. Wir könnten natürlich auch nochmal hier so einen uns suchen. Es ist ja nur ein Experiment, ich mache es ja nur für euch jetzt. Ja. Weil ich so jetzt normalerweise nicht spielen würde. Habe ich ja gesagt, aber ich gehe jetzt trotzdem mal her und lasse den nochmal durchchecken, wie viel wahrscheinlicher jetzt dieser komische Feuer-Dungeon ist. Weil ich jetzt hier eine Abwehr gegen Feuer habe. Ja, immerhin ist es auf 0,20 jetzt hochgegangen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte, aber es glaube ich, steht ja auch irgendwo hier. Genau, 0,13. Also das ist huge. Das ist eine richtige krasse Menge. Gehen wir mal den hier. Also wenn ihr seht, 0,13, 0,20. Ja. Also. Oh, schon wieder in teuer, hast du nicht gesehen. Ja. Okay. Das wäre der. Und dann würde ich mir quasi den jetzt einfach mal zupfen, weil er hat eh nur ein Attribut. Und der nicht. Der auch nicht. Wo ist der Quatsch? Da. Genau. Das ist eh der 24er und jetzt bin ich schon fast, ja, das lasse ich jetzt, ja, das gut euch zuliebe, ja, ihr wollt es ja wissen, rechne ich es nochmal schnell durch, es geht ja schnell.
ja kein Hexenwerk. Dann hier nochmal resetten und alle und ab dafür. Wow. Naja. Und dann sind wir auf einmal hier bei 0,32. Da wird also von 0,13 nix, dann auf 0,20, jetzt auf 0,32. Das ist schon viel, ja. Und das wäre jetzt praktisch der hier. Und dann lassen wir den mal kurz laufen mit unserer typischen, schönen filmografischen Art und Weise, wenn man sich schön anschauen kann und es nicht zu langsam ist. Ich mag das, wenn man den Balken sieht des Gegners. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Und was jetzt rausfällt, ist halt ein Gegenstand ein Level schlechter als ich könnte. Ja. Wenn ich überhaupt den Dungeon schlage. Aber bei 0,32 sage ich einfach mal, mach mal das, nehm mal einfach jetzt mit. Ja. Aber da war ein guter Versuch dabei. War auch einer. Und es ist halt ein Kundi. Mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Er darf halt nicht so viel ausweichen in meiner Combo. Der kann meine Combo ziemlich zerstören. Come on, baby! Ja. Also, natürlich ist es auch keine Mega-Chance. Ja? 0,32. Hast du nicht gesehen. Schau, bei solchen Sachen habe ich gestern einfach die blöde Tabelle eingeblendet gehabt. Das ist. Und dann habe ich sofort ausgemacht und gesagt, das Video werde ich nie veröffentlichen. Sinnfrei. Ja. Von der Energie her und vom. Weil gestern war ich auch schon wieder so müde. Ja. Jetzt habe ich ja verschlafen, das heißt, ich bin relativ fit. Ja, von der Energie her passt es eigentlich. Ah, genau, ich wollte was anderes probieren. Das stecke ich leider aus, da habe ich Lust drauf. Das ist aber nichts, was ich euch sagen kann. Ja. Hat auch mit EU2 zu tun. Ja. Aber wie gesagt, EU2 wird eine Mega-Gilde. Fear of God wird Leiter, der kann das echt gut. Ja. Wow, da ist er. Und jetzt kommt ein Magier, bitte. Ja, danke schön. Aber in Eis. In Eis. Jetzt müsste ich den gleichen Scheiße, ich habe ja gesagt, wieder umändern. Oh Mann. Ich gucke erstmal, ja, es ist ja nur ein Magier. Ne? Aus Spiel importieren. Jetzt könnte ich, also wenn er eine gute Chance hat, dann baue ich einfach um, weil Feuer oder plus 1 Attribute, das ist ja jetzt egal. Ne? Nein, das ist bei 0, nee. Nein, der ist 0,07. Für den baue ich nicht um. Auf Eis, das meine ich. Nordische Götter hätten wir. Den Odin, aber der hat ja auch wieder irgendwas Besonderes am Start. Nee, warte mal. Bin wieder viel zu weit unten. Der hat. Ah, der ist auch Feuer. Der ist auch Feuer. Das heißt, das wäre gerade günstig. Für das, was ich vorhabe. Quasi. Und viele spielen jetzt mit alle Attribute. Wie gesagt, ich finde es bei den Dungeons nicht effektiv, weil du bekommst bei dem Stand vom Arena Manager nicht wirklich eine gute Defense hin. Also man könnte eigentlich alles ja jetzt schon auf 75 ausrüsten. Ihr habt ja gesehen, wie viel Platz ich habe, ja? Bei diesen Gegnern. Aber 68, da weiß ich was ich jetzt hatte. Das reicht aus. Das ist natürlich jetzt keine so super Chance mit 0,17, sagt er mir. Ist eh wieder Krieger, ist eh wieder schwieriger. Aber wir können mal probieren. Ja. Für den Hex. Was kommt jetzt?
Alt 8, F8. Kann man es ja. Das war schön. Das war ein schönes Ding. Hier ist halt jetzt ganz leicht schlechter, aber ja, gefällt mir trotzdem besser als das, was ich da rumliegen habe. Ja, seht jetzt 418, also ich hätte bestimmt das mit 420 jetzt schon verdient gehabt, aber ich habe es mir halt ein bisschen kaputt gemacht. Aber das ist ja schön. Das ist ja eine schöne Geschichte, das gefällt mir. Aber also seht ihr auch, levelmäßig hat sich gar nichts getan. Wir lassen trotzdem nochmal durchrechnen hier. Dann kommt wieder dieser komische Gegner in der Taverne und dann ist super nervig. Also baue ich jetzt um. Also das heißt, meine Feuerzeit ist jetzt vorbei. Aber den kann ich dann auch gleich benutzen. Kurz mal gucken. Epische Chance 17, 17. Ich habe glaube 17, 17 habe ich ja irgendwo hingebaut. Genau, echt. Das. Und den kriegt, der kriegt jetzt erstmal wieder sein Attribut zurück. Könnte ich auch auf 2 stellen, aber ist ja wurscht. Keine Ilus 5, wa? Ist das eigentlich egal? Genau, da hat er wieder Feuer drin. Dann hier. Der kriegt die 17. Und der kriegt auch die 17 jetzt von dem. Genau. Dann passt das wieder. Mal schön kontrollieren nochmal alles. 2, 2, 1 und. Alter, ich habe schon wieder falsch gemacht. Das ist doch einfach. Ich habe einfach den blöden falschen plus 1. Immer kontrollieren. Ich muss mich da echt immer kontrollieren. Ich mache da so oft Fehler. What? So, jetzt wird es langsam übel. Jetzt wird es langsam übel. Komm. So. Ja, klar. Ja. Alter Schwede, jetzt habe ich hier lauter so Zeug rumliegen, das mir gar nichts bringt zum Zerlegen. Ja. Schade. Und ich heb's auch nicht auf. Weswegen sollte ich es aufheben? Es war jetzt nur mal kurz für diese Dungens. Mir nicht auf. Mit dem kann ich auch nichts anfangen. Na gut, vielleicht kommt irgendwas rein. Also ich mache jetzt eh nichts. In der Ehrenhalle bin ich relativ weit unten. Das ist ganz gut. Also müsste halt ab und zu hier mal was basteln. Genau, jetzt kommen wir mal langsam in den Bereich hier. Jetzt ist der durchgelaufen. 2,3 auf 2,4. Genau. Das ist jetzt der Abstand, den ich eigentlich immer haben will. Und ihr seht schon, also einmal durchgelaufen und trotzdem, also 128 Tridezillionen. Eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr zu warten. Es lohnt sich gar nicht mehr zu warten. Also kann ich den auch abfeuern. Weil ich werde nichts Dramatisches mehr hinbekommen hier. Ja. Dadurch, dass der nochmal durchläuft. Das ist ein Müh. Und dann lieber früher losrattern. Genau, und der ist jetzt so ab und zu, schimpft der jetzt hier, aber ist auch nicht viel. Komm, dann feuern wir den ab. Und logischerweise hier, bopp, genau. Also der war super aufgebaut, mehr ging nicht. Und jetzt kriege ich doppelt, das heißt, jetzt kriege ich wahrscheinlich die Monster dann früher. Da bleib ich jetzt auch noch mal kurz mit euch dran am Ball. Wie schaut das eigentlich beim anderen Kerl aus hier? Kann ich das auch machen? Macht das auch schon Sinn? Ich drehe euch mal wieder ein bisschen weg hier. Ja, so ähnlich. Das schaut leider so ähnlich aus. Da hat er auch überhaupt keine Chance. Kommt mal. Machen wir das auch. Warte mal, ich mache mal Folgendes, weil ich muss den morgen auch noch mal synchron bedienen. Ja, komm, die sind so ähnlich.
Ah, nee, Quatsch, das ist ja eh egal. Das Sitzplatz war gerade ein Denkfehler. Das heißt nämlich, ich mache nochmal Folgendes, weil alles, was ich hier mache, ist erstmal wurscht. Wichtig ist die Toilette. Wenn die Toiletten synchron sind, nee, der hat ja einen anderen Breakpoint. War falsche Denke. Der ist ja viel höher. Ja. Das war jetzt, also ist egal, was ich mache, ja. Der hat ja einen ganz anderen Breakpoint. So kann man sich irren. Genau. Und hier auch wieder gucken, dass eben erstmal sauber die 2.5 stehen überall. Geht natürlich auch nicht, ist auch klar. Weil jetzt am Anfang hat er nur durch das Sitzen. Das ist wieder so typisch. Allerdings jetzt, ja, das war eigentlich auch rein theoretisch, war es jetzt ein Fehler. Komme ich jetzt auch durch, weil jetzt, weil er so wenig Geld hat, kann man gar keinen Fehler machen. Ja? Und es ist schon spannend, dass er nicht mal den schafft. Ja? Also da ist echt noch nicht viel los im Arena Manager. Da kann man einfach hochpowern. Ja? Und mittlerweile geht es ja mit dem neuen Backend. Das war ja fürchterlich. Ja? Das war so guck, guck und gezittert und weiß ich was. Ja? Also sie kriegen es immer besser hin. Es ist aber immer noch eine Katastrophe aus meiner Sicht. Ja? Na komm, wir gehen mal. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich ganz anders ausschaut. Den Stand, der ist jetzt nicht mehr da, der Stand. Aber immerhin noch mal kurz zwei Dungeons hier im Video gelegt, auch wenn sie überhaupt nichts gebracht haben. Genau. Da, gut, rein theoretisch könnte man da noch so ein bisschen drauf achten. Machen wir mal die 2,57 sind es dann hier. Genau. Hier wären es ja die 2,7. Weil die noch nicht durchgelaufen sind, darf ich hier nochmal so ein bisschen was probieren. Genau. Das wäre jetzt praktisch so dieser rechnerisch beste Abstand. Es geht halt immer darum, jetzt durch die vorhergehenden Attraktionen, die späteren Attraktionen dann auch schon auf die Breakpoints zu bekommen. Wie gesagt, am Anfang macht es tatsächlich der Sitzplatz hier schon bis zu den Getränken, aber ihr seht schon, also hier, da geht noch gar nichts. Ja. Da muss ich warten, seht ihr 12,303, also das heißt, jetzt für den Klick muss schon mal was anderes durchlaufen, jetzt 25, jetzt brauche ich schon den, aber der geht noch gut durch. Ja. Also der geht jetzt recht schnell und wichtig ist halt, dass man jetzt auch mal dann wegkommen kann. Das heißt, einfach mal ein bisschen 5 Minuten dran sitzen. Oder vielleicht auch 10 Minuten, dann das bisschen hochballern. Also genau, das darf ich aber nicht vergessen, den auch zu pushen hier. Ja. Gut, da kann ich reinmaxen, da muss ich mir jetzt nicht die absolute Mühe geben mit dem Quatsch. Aber schöne Sache, schöne Sache. Hat alles gut funktioniert. Im Prinzip habe ich gerade 4 Arena-Manager aufeinander getimed. Und S7 ist hoffentlich bald fertig. Ja? Also das ist so ein bisschen, der nervt so ein bisschen. Den will ich ja nur fertig skippen, damit ich das Abschlussbild habe, damit ich statt den Runen das Gold bekomme. Das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Ja? Danke dir, Witchblades. Genau, also schon fast durch. Also wenn der hier durch ist, kann man den hochklicken. Dann geht es eigentlich schon um den. Also im Prinzip kann ich das auch schon so ein bisschen vorbereiten. Ja. Man darf die nicht ganz außer Acht lassen, aber gerade wenn man gerade hier hoch investiert hat, dann kann man mal durchpushen, weil die nehmen dem nicht viel weg. Ja. Ansonsten ein bisschen aufpassen, ja. Je nachdem, wie eure Situation ist. Ich weiß ja, dass ich bis zu diesem Breakpoint kommen werde, also ist es eigentlich egal. Ja. Jetzt, wichtig ist mir nur der hier, dass ich den noch kriege. Für den habe ich ja dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Der ist dann erst in 8 Minuten fällig. Genau, jetzt habe ich den. Jetzt geht es schon wieder um den. Aber weil ich gerade rein investiert habe, kann ich auch mal so weitermachen. Und ihr seht auch schon hier 934. Das ist, und dann ist er noch nicht fertig. Das heißt, ich brauche eigentlich schon den, damit ich den pushen kann. Und da kommt auch noch mal ein bisschen was rein. Aber das reicht dem auch jetzt erstmal dann. Aber um wirklich auf 2500 zu kommen, muss wahrscheinlich er selbst auch noch einmal durchlaufen. Ja. Aber gut, ich habe bis vor kurzem noch hart um den VIP-Sitzplatz 2.5 gekämpft. Jetzt ist er ja schon da.
Insofern passt es eigentlich. Genau, was könnte noch gehen hier? Wie gesagt, war eine glückliche Situation, dass beide auf Feuer waren. Ich habe das gar nicht geplant gehabt. Es wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Hier, die sind auch noch miese Verräter. Da habe ich auch noch ein bisschen probiert. Da waren aber dazwischen und so habe ich mir auch die 228 geholt. Es waren nur zwei Krieger und dann war wieder so abgrasen mit Kundis und Magiern, bis dann wieder Krieger kamen. Und der ist schon wieder schwieriger. Schade, dass das nicht durchkalkuliert ist bei SF Tools. Die Info hätte ich schon auch sehr gerne. Ja. Aber der macht eigentlich keinen Sinn jetzt. Das ist so. Danach kommt wahrscheinlich wieder ein Krieger. Ich krieg da so Mühe. XP ist tatsächlich relativ uninteressant. Ja. Also jetzt ist auch ein bisschen Pause in diesem Char. Man ahnt's ja. Gut, natürlich würden die auch rein theoretisch gehen. Was ich echt witzig finde, dass er mir ständig diesen... da verrechnet er sich ganz gerne mal. Da ist er bei 0,10, 0,11 und hier ist er wieder bei 0,07. Und so schaut er auch aus. Ich glaube, für den bräuchte ich viel mehr Ausdauer, als ich habe. Ich kann euch den mal ganz kurz ein bisschen zeigen. Was ist ja der hier? Ne, der ist es nicht. Der ist es. Genau. Also der kriegt meistens gar keinen Schaden. Ich habe da noch nie einen richtig mega guten Versuch gesehen. Ja. Es wird natürlich jetzt besser über die Zeit, aber... Da... Den sehe ich einfach nicht fallen gerade. Könnte natürlich ein mega Versuch da sein, ist auch klar. Ist ja auch nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, so kommt es mir vor. Aber er zuckt schon mehr. Ich hatte so häufig, dass der gar nichts verloren hat, dass der mich einfach... Genau, da waren jetzt zwei dabei. Wo er auch anfängt, ist auch klar, das ist dann super gefährlich. Und ich hau quasi nichts raus und der krittet so häufig. Das heißt, der darf nicht kritten und ich muss meine kommen. Da war einer mal, der ein bisschen weiter über die Hälfte war. Das ist ein Obermistviecher. Leck mich fett. Und wie gesagt, also, der stimmt ja auch irgendwie überhaupt nicht. Also mir kommt der viel schwieriger vor als das, was mir das System sagt. Gut, das System sagt mir gar nichts. Ja. Ach, Medusa mit... Ne, das war ja eben... Das war nichts. Und hier Assassinen mit Eis. Jetzt kämen die bitte beide auf Eis. Auch interessant, ja. Gut, kann ich mir mal merken. Das heißt, aber mit meinen Waffen ist es halt auch nichts. Hier, da müsste ich die Waffe auch umrüsten und hier wieder logischerweise Eiswiderstand reinfummeln, dann komme ich da auch weiter. Aber das ist mir echt wirklich ein bisschen zu wild. Ja. Das muss nicht sein. Na gut, ihr Lieben, ja. Dann haben wir wieder fast 2 Stunden Video gemacht. Mal ohne Tabelle, ohne Deckblatt, das ihr nicht seht. So dämlich, ja. Oh, herrlich, ja. Ja, aber ich habe mich da noch nicht mega geärgert, habe gesagt, nee, komm, so macht es keinen Sinn. Ja. Schon wieder vergessen. Es war schon vorher in dem Video zu lange und dann danach nochmal viel zu lange. Und dann habe ich gesagt, komm, nee. Ich weiß auch nicht. Ich muss öfter rüber schauen. Ich schaue eh oft rüber, ja, dass ich das kontrolliere. Noch besser wäre es, ich würde eigentlich in OBS spielen. Ja, aber das ist tatsächlich dann doch zu stark zeitverzögert. Also es ist schon sehr synchron, aber so ein ganz leichtes Delay hat man. Und, aber das wäre sozusagen die Lösung, ne? Dass ich tatsächlich immer weiß, was ihr seht, weil ich drauf schaue. Aber ich schaue halt hier auf meinem Bildschirm und wenn das dann links ist, das vergesse ich dann irgendwann. Ja? Aber ich gelobe Besserung, damit ihr auch die Videos bekommt und ich nicht zu oft Videos... Ah, jetzt bin ich schon wieder über das Kabel drüber gerollt. Geh da weg!
nicht zu häufig Videos in die Tonne treten muss, weil es keinen Sinn macht, ja? Weil irgendwas gezeigt worden ist, was kein Mensch sehen will. Na gut, dann haben wir es mal wieder hier für heute und wir sehen uns demnächst. Auch dann wird es wieder sicher mal einen Stream geben. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es gerade keinen Stream gibt. Dadurch bin ich nicht an so feste Zeiten gebunden und kann es machen, was ich möchte. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Aber klar, ich vermisse die Leute, die mitschreiben. Das muss ich schon sagen. Ja. Spontan streamen, also das wäre natürlich noch die Lösung, dass ich sage, komm, wenn ich so ein Video aufnehme, dann nehme ich euch auch mit. Ja. Das wäre sozusagen quasi der Endgegner. Und vielleicht ist das eine gute Idee, ja, dass ich quasi... egal wann ich Videos aufnehme, wenn ich Lust drauf habe, auch sofort streame. Ja? Ich versuche mich da ja ein bisschen an eure Zeiten zu halten, aber wahrscheinlich ist das die Lösung. Ja? Na gut, genau, jetzt sind wir durch. Bis dann, ciao! Woo, yeah. Ich geh's nicht hin. Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Will, Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so, oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Anschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Yippie! Und ich sitze weiter und klick den blöden Arena-Manager weg. Bis dann. Tschüss.